Die Staatenprüfung hat gezeigt, dass der UN-Ausschuss überhaupt nicht zufrieden ist mit der Umsetzung der inklusiven Bildung in Deutschland. Und das sind wir als Monitoringstelle tatsächlich auch nicht. Man hat manchmal den Eindruck, es gibt ein Rollback in den Bundesländern, dass man das Gefühl, man dreht da was zurück. Und die Länder haben auch im Bundesrat damals bei der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention abgestimmt und den Finger gehoben. Das bedeutet, es reicht eben nicht nur zu ratifizieren, sondern es muss umgesetzt werden. Das sind die Länder jetzt in der Verantwortung. Und ich fordere alle auf, die jetzt so das Gefühl haben, auch in den Landesregierungen, man müsse da was zurückdrehen, man müsste vielleicht politischen Kräften nachgeben, die Inklusion ablehnen. Das ist der falsche Weg. Was sollen wir denn noch tun, um das Recht unserer Kinder, damit das Recht unserer Kinder auf inklusive Bildung Wirklichkeit wird? Eltern aus ganz Deutschland bauen bei der Staatenprüfung zur UN-BRK in Genf ein Protestcamp auf. Sie schreiben gemeinsam mit 140 Vereinen und Verbänden und über 1400 UnterstützerInnen einen offenen Brief. Und sie warten vergeblich über 4 Monate auf Antwort. Und jetzt sind wir wieder hier bei der Tagung. Und wir sagen, der Bund muss endlich die Länder bei der inklusiven Bildung in die Pflicht nehmen. Denn sonst gibt es nur eine einzige Interpretation. Ihr wollt es nicht! Wie weiter nach der zweiten Staatenprüfung? Heute fand dazu in Berlin eine Konferenz statt vom Deutschen Institut für Menschenrechte und vom Behindertenbeauftragten Jürgen Dusel. Liebe Frau Lagrande, herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann es zwar nicht sehen, aber ich habe mir sagen lassen und ich nehme es auch anders wahr. Die Hütte ist voll. Nach der neuen Staatenprüfung und der Kritik aus dem UN-Fachausschuss, welche Rückschlüsse zieht Deutschland für sich? Naja, wir müssen jetzt tatsächlich ins Machen kommen. Im Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung steht eine Menge drin zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit. Die Legislatur ist jetzt eigentlich schon zur Hälfte rum und es muss jetzt tatsächlich was geschehen und deswegen machen wir hier die Veranstaltung. Ja, das ist schwer zu beantworten, weil wir können ja nicht für die Bundesregierung sprechen, was Deutschland daraus für Rückschlüsse zieht. Aber der Eindruck, den wir haben, ist, dass das ein bisschen missverstanden wird, was aus Genf kommt, so als ob das jetzt diesmal nicht so schlimm wäre oder nicht so streng, dass jetzt beispielsweise der Ausschuss nicht mehr fordert, dass Sondereinrichtungen abgebaut werden müssen. Das ist aber ein Missverständnis. Man muss das, was der Ausschuss letztes Jahr gesagt hat, in Ergänzung zu sehen, was der Ausschuss schon mal 8 Jahre vorher gesagt hat. Also diese abschließenden Bemerkungen von 2023 stehen in Ergänzung zu denen von vorher. Und wenn man das mal zusammenschaut, sieht man, dass die Kritik des Ausschusses eigentlich noch stärker geworden ist. Der Ausschuss hat jetzt nochmal richtig vehement gefordert, dass Deutschland endlich die Hausaufgaben macht und mal an seine Sonderstrukturen rangeht und da mal richtig dicke Bretter bohrt. Ja, und besonders dringend hat der Ausschuss das angemahnt in den Bereichen Arbeit, Bildung und Wohnen. Wie kann es in Deutschland gelingen, trotz kommunaler Verantwortung das Bildungssystem entsprechend der UN-BRK zu gestalten? Indem die Länder, die Bundesländer, ihrer Verantwortung gerecht werden. Und das ist mir sehr wichtig, weil man hat manchmal den Eindruck, es gibt ein Rollback in den Bundesländern, dass man das Gefühl, man dreht da was zurück. Und die Länder haben auch im Bundesrat damals bei der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention abgestimmt und den Finger gehoben. Das bedeutet, es reicht eben nicht nur zu ratifizieren, sondern es muss umgesetzt werden. Das sind die Länder jetzt in der Verantwortung. Und ich fordere alle auf, die jetzt so das Gefühl haben, auch in den Landesregierungen, man müsse da was zurückdrehen, man müsste vielleicht politischen Kräften nachgeben, die Inklusion ablehnen. Das ist der falsche Weg. Die Staatenprüfung hat gezeigt, dass der UN-Ausschuss überhaupt nicht zufrieden ist mit der Umsetzung der inklusiven Bildung in Deutschland. Und das sind wir als Monitoringstelle tatsächlich auch nicht. Kaum ein Bundesland hat sich auf den Weg gemacht, die inklusive Schule für alle Kinder mit Behinderung aufzubauen. Immer noch ist es so, dass 6 von 10 Kindern mit Behinderung auf der Förderschule geschult werden. Und der Anteil von Kindern mit Behinderung auf der Förderschule ist es immer noch 4,5%, also der Anteil an allen schulpflichtigen Kindern. Und zum Vergleich, 2009 waren das 4,9%. Das heißt, die sogenannte Exklusionsquote sinkt nicht. Wichtig ist es, dass die Länder sich auf den Weg machen, ihre Schulgesetze zu reformieren, denn in den Schulgesetzen der Länder gibt es immer noch Ressourcenvorbehalte, die eine inklusive Beschulung verhindern. Das heißt, wenn Eltern sich dafür entscheiden, das Kind inklusiv beschulen zu lassen, die Kinder das auch möchten, wenn das zu teuer ist,
dann wird das nicht umgesetzt. Dann kann das die Verwaltung entscheiden. Das ist menschenrechtswidrig, diese Ressourcenvorbehalte. Das findet sich in allen Schulgesetzen in allen 16 Bundesländern noch. Außerdem wichtig ist auch zu sagen, man braucht einen Ausbau wirklich flächendeckend in jedem Bundesland von wohnortnahen inklusiven Schulen. Also jede Familie muss wirklich in der Nähe eine gute inklusive Regelschule haben, damit man sich überhaupt wirklich bewusst und gut für diese Schule entscheiden kann. Denn dieses Elternwahlrecht, von dem oft gesprochen wird, das ist dann ein Scheinwahlrecht, wenn es im Grunde eigentlich nur eine gute Förderschule in der Nähe gibt, aber keine gut ausgestattete Regelschule. Warum ist es Deutschland nicht gelungen, die UN-WRK nach 15 Jahren der Ratifizierung umzusetzen? Es ist in manchen Teilen gelungen, aber in vielen Teilen wirklich nicht, insbesondere wenn es um die Deinstitutionalisierung geht, also wenn es darum geht, Institutionen abzubauen, Beispiel bei Werkstätten für behinderte Menschen oder auch beim Wohnen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zumindest zurzeit nicht die höchste Priorität hat. Das muss sich ändern und deswegen machen wir zusammen mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte jetzt eben diese Veranstaltung. Wir brauchen mehr Schwung für die Umsetzung, die ist nämlich nicht verhandelbar. Wir haben uns dazu verpflichtet, wir müssen raus aus der Müdigkeit und wir müssen wirklich reinkommen ins Arbeiten. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Aufgaben, die die Behindertenrechtskonvention an Deutschland stellt, langfristige Aufgaben sind. Da geht es darum, auch einen Strukturanbau in Deutschland und einen Systemwechsel zu erreichen. Das sind die Sonderstrukturen, die Leander Pallert eben schon ansprach, im Bereich Bildung, Arbeit und Wohnen. Da haben wir immer noch die gleichbleibende Anzahl von Menschen, die in Förderschulen lernen, also Kindern, aber auch die in Werkstätten arbeiten und in stationären Wohneinrichtungen wohnen. Das braucht natürlich Zeit. Aber das ist nicht der einzige Grund. Der Grund ist, wir haben tatsächlich auch Bestandsinteressen der Strukturen, die da sind. Also wir kämpfen tatsächlich in der Umsetzung gegen ein mangelndes Bewusstsein für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Also letztendlich müssen sich alle Verantwortlichen in Deutschland aufmachen, wirklich einen Systemwechsel zu wollen. Und da mangelt es in der Tat immer noch in dem Punkt. Ein weiterer Grund ist auch noch ein finanzieller Ressourcenmangel, das hören wir immer mehr. Im Moment ist ja die Politik durch Sparzwänge geprägt, es geht immer ums Sparen. Es ist aber so, dass Menschenrechte nicht unter Haushaltsvorbehalte gestellt werden können. Das heißt, wir müssen Barrierefreiheit schaffen. Und wir wissen auch tatsächlich, dass das Kostenargument gar nicht unbedingt greift, denn wenn man von Anfang an barrierefrei gestaltet und baut, im Sinne eines Universal Designs, ist es gar nicht teurer, als wenn man das nicht täte, und alle profitieren davon in der Gesellschaft. Welche Erwartungshaltung besteht gegenüber der jetzigen und zukünftigen Bundesregierung bezüglich der Umsetzung der UN-WRK? Also ich wünsche mir natürlich, dass wirklich die Dinge, die im Koalitionsvertrag verabredet wurden, also dass Deutschland in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Bereiches barrierefrei wird, dass das jetzt wirklich auch gemacht wird. Ich setze da meine Hoffnungen auch insbesondere auf Hubertus Heil, der jetzt vor ungefähr einem Monat angekündigt hat, dass wir tatsächlich jetzt auch mit dem Referentenentwurf zum Behindertengleichstellungsgesetz rechnen können. Und ich sage es nochmal, es gilt da der Satz von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also wir brauchen jetzt diesen Referentenentwurf und es muss wirklich vorangehen. Ja, vor allem, dass wir nicht noch mehr Jahre ins Land ziehen lassen, bevor wir da mal grundsätzliche Weichen umstellen. Ja? Und Frau Schlegel hat es gerade gesagt, in Sachen Barrierefreiheit, dass wir endlich verpflichtende Regelungen haben für Barrierefreiheit von Anfang an. Ja? Sei es im Neubau, sei es bei barrierefreien Produkten. Und zwar egal, ob die von der öffentlichen Hand oder von privaten Anbietern kommen. Und von mir aus braucht man da auch Übergangsfristen, ist ja klar, damit man sich vorbereiten kann. Nur müssen die jetzt zu laufen beginnen. Ja? Und je später wir anfangen mit Übergangsfristen, desto kürzer müssen die sein. Also doch lieber jetzt eine Übergangsfrist setzen mit einem klaren Ziel. Ja? Und im Grunde genommen erwarte ich mir von der Bundesregierung, eigentlich von den Verantwortlichen nicht nur der Bundesregierung, sondern im Bund, Ländern und Kommunen, ja, dass die jetzt mal wieder Energie reinbringen in das System. Ja? Weil wenn wir grundsätzlich was verändern wollen, ja, Inklusion, eine inklusive Gesellschaft baut sich nicht von alleine auf. Jetzt passieren, Herr Stephan. In dem einen Forum hieß es, die UN-Leitlinien im Forum zum Thema Wohnen lassen eigentlich keine Fragen offen, werden in Deutschland aber einfach nicht beachtet. Was muss Ihrer Meinung nach passieren, dass in den Fachverbänden das Rollen- und Aufgabenverständnis der Fachkräfte dahingehend verändert wird, dass die Menschen mit Behinderung und nicht die Fachkräfte über ihr Leben, ihre Wohnverhältnisse und ihre Unterstützungsleistungen bestimmen können, auch bei komplexeren Beeinträchtigungen?
Das ist eine spannende Frage. Wir sind sehr intensiv dabei zu schauen, wie wir die Ausbildungswege für Menschen in der Behindertenhilfe neu strukturieren. Die Curricula sind in verschiedenen Bundesländern auch schon entsprechend verändert worden nach der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention. Wir haben dort allerdings einen föderalen Flickenteppich, was die Ausbildung angeht, und auch einen Berufsnamen, Heilerziehungspflegerin, der auch irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint. Der Praxisschock kommt häufig dann erst nach der Ausbildung. Also in der Ausbildung erleben die Menschen schon, dass sie mit diesen Inhalten Assistenten, Assistentinnen der Klienten zu sein, ausgebildet werden und kommen dann in die Praxis und treffen auf Situationen von Personalnot, von Zeitdruck und Ähnlichem. Und dann ist die Gefahr menschlich, dass man dann wegrutscht und sagt, jetzt muss ich das irgendwie erstmal organisieren. Es ist an der Stelle ein Ressourcenthema zum großen Teil auch, wobei der Ruf nach mehr Geld uns an der Stelle heute auf die Schnelle auch nicht weiterhelfen würde, denn uns fehlen, wie vielen anderen Branchen auch, die entsprechenden Menschen, die hier tätig werden. Wie gesagt, in der Ausbildung sind wir unterwegs, aber diese Systeme sind natürlich auch sehr langwierig. Wir haben zum Teil Menschen in den Einrichtungen, die dort schon 50 Jahre leben und Menschen, die dort schon 40 Jahre arbeiten. Auch das verändert sich leider dann nicht von heute auf morgen so schnell. Frau Bentele, in dem Forum zum Thema Wohnen fiel auch, dass Umverteilung und Umstrukturierung vorhandener Ressourcen im Sinne der UN-BRK dringend stattfinden muss. Welche sozialpolitischen Veränderungen müsste es denn aus Ihrer Perspektive geben, dass nicht wie bisher die Institutionalisierung der Leben von Menschen mit Behinderung gefördert, sondern eine Deinstitutionalisierung unterstützt und erleichtert wird? Viele. Also erstmal wäre natürlich wichtig, dass für die Menschen klar ist, in der Einrichtung zu wohnen, ist nicht der Weg, der einfacher und auch kostengünstiger ist und deswegen der, der auch in Beratungen den Menschen immer wieder anempfohlen wird. Und diese Situation haben wir derzeit. Ganz viele Menschen, die eben wissen, was es bedeutet, wenn sie eben nicht in der Einrichtung wohnen und leben wollen, dass sie dann Anträge stellen müssen, dass sie eben auch Unterstützungsleistungen sich selbst drum kümmern müssen. Da entscheiden sich doch viele dafür, dann nicht aus der Einrichtung rauszugehen. Und ein Riesenproblem ist eben auch, dass gerade im BTHG natürlich vieles geregelt wurde, aber natürlich nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten. Und ein großes Problem, das wir jetzt in der Umsetzung des BTHG sehen, ist zum Beispiel, dass eben die Wohnkosten, die über der Angemessenheitsgrenze liegen, in den Einrichtungen teilweise dann von den Bewohnerinnen und Bewohnern eingefordert werden, sodass die sozusagen weniger Geld zur Verfügung haben wie vorher. Und das ist definitiv nicht Sinn der Sache und auch nicht, dass Einrichtungen teilweise intransparente Beträge aufrufen für zum Beispiel Hauswirtschaft oder für Verpflegung und die Menschen überhaupt nicht wissen, was wird davon eigentlich gekauft an, weiß ich nicht, Duschgel, an Waschmittel und so weiter. Auch hier ist erstmal eine Transparenz eine ganz wichtige Geschichte. Was wir aber vor allem natürlich wollen und was gefördert werden muss, ist eben, dass es einfacher wird für Menschen, die sich gegen die Einrichtung entscheiden, ihre Leistung eben auch zu bekommen. Und auch da haben wir Riesenprobleme, dass es eben nicht die Leistungen, wie eigentlich mal ursprünglich angedacht, aus einer Hand sind, die Menschen kriegen können. Das ist ein Riesenproblem. Und ein anderes, das sich jetzt nicht ans BMAS, sondern dass wir eben im Bereich Bauen adressieren müssen, ist natürlich, dass uns auch bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum fehlt und hier für ganz viele Menschen natürlich ein Riesenproblem besteht, wenn sie gar keine Möglichkeiten haben, aus der Einrichtung auszuziehen oder sich vom Elternhaus zu lösen, weil es eben den Wohnraum überhaupt nicht gibt. Also auch hier hat sich die Bundesregierung ja ambitionierte Ziele gesetzt, die gerade weit verfehlt werden aus Gründen. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen hier, aber da eben wirklich auch das Thema Barrierefreiheit mit Bund und Ländern, die hier gleichermaßen gefragt sind, verbindlich umzusetzen, ist einfach eine wirklich entscheidende Maßnahme, weil Wohnhäuser stehen ja nicht nur 10 und nicht nur 15 Jahre, im besten Fall stehen die eher mal 60, 80 Jahre oder noch länger und eben jetzt in Barrierefreiheit zu investieren, würde sich deswegen eben wirklich lohnen. Also das Problem. Das Problem ist halt wie immer bei unseren ganzen Themen, es sind sozialpolitische Stellschrauben, die hier gedreht werden müssen, aber es sind eben auch andere in den Bereichen, in dem Fall jetzt eben Bauen, Infrastruktur, die ganz wichtig und entscheidend sind. Und da ist ja nachher im zweiten Podium, haben wir ja auch Gelegenheit, mit dem Justizministerium zu sprechen, ist natürlich auch wieder das Thema allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
hochgradig relevant für Menschen mit Behinderung, hier Anpassungen vorzunehmen, dass Menschen eben auch einklagbare Rechte haben, auch eben in privatwirtschaftlichen Bereichen hier ihr Recht einzuklagen. Herr Dr. Schmachtenberg, wir haben jetzt gerade Frau Bentele gehört. Was tut denn die Bundesregierung, um die verabredeten Vorhaben des Koalitionsvertrages mit Blick auf Barrierefreiheit und angemessene Vorkehrungen noch in dieser Legislatur umzusetzen? Jetzt bin ich allein. Wir haben einen Gesetzentwurf erarbeitet zur Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsgesetzes. Und das enthält sozusagen Schlussfolgerungen aus der Evaluation, die wir gemacht haben aufgrund der Fortschreibung des BGG 2016. Da geht es natürlich zunächst mal um den klassischen Bereich des Behindertengleichstellungsgesetzes, also die Regelungen für den öffentlichen Bereich, wie man die weiterentwickeln kann. Aber wir verbinden das mit der Überlegung, dass wir die Regelungen des Paragraphen 7, das sogenannte Benachteiligungsverbot, die angemessenen Vorkehrungen, auch dann jetzt künftig auf die Privatwirtschaft ausdehnen. Wir haben ja mit den Assistenzhunden hier schon einen Ausfallschritt gemacht, dass im BGG auch Regelungen der Privatsphäre drin sind. Und der Entwurf ist fertig und ich bin jetzt ganz konkret in der praktischen Werbephase im Hintergrund. Jetzt wurde wichtig ist uns, und ich glaube, dass das klappen kann, wenn wir dieses Gesetz gerade auch mit den Privaten machen und nicht gegen sie. Wenn wir die Privaten alle sozusagen unter so einen Generalverdacht stellen, sie hassen Behinderte und schmeißen sie raus, dann kommen wir nicht weiter. Sondern wir müssen versuchen, und ich glaube, wir können das auch, dieses Gesetz vielleicht sogar als einen ganz handfesten Beitrag zu einem gemeinsamen, inklusiven Deutschland, wo eben auch Anbieter privater Dienstleistungen, Produkte, Kneipenbesitzer, Friseure, alle wollen ein inklusives Deutschland, aber es gibt dann schon mal Situationen, wo es nicht klappt und dafür gibt es dann eine gesetzliche Regelung, die diese Konfliktfälle auflöst. Aber dass wir faktisch nicht den Konflikt, das Gegeneinander in den Vordergrund stellen, sondern das Gemeinsame für eine inklusive Gesellschaft zusammen mit der Wirtschaft, Klammer auf, auch Ihre Kunden werden älter, gucken Sie mich an, ja, also gucken Sie mal, dass Sie den Schmachtenberg noch als Kunden halten, der kann vielleicht demnächst auch nicht mehr so richtig laufen. Ja, und diese Linie, das ist im Grunde das, wo wir dran stehen. Und dann kommen wir da ein ordentliches Stück weiter, mit einem positiven Spirit. Jetzt wurde mir... zugetragen, dass im Forum auch gesagt wurde, es gäbe einen Referentenentwurf zur Verpflichtung der privaten Anbieter. Ist das so? Und was wären dann jetzt die nächsten Schritte? Das ist, was ich gerade beschrieben habe, aber sozusagen in so diplomatischen Worten, dass ich das Wort Verpflichtung nicht so sehr in den Vordergrund gestellt habe, sondern dafür geworben habe, zu sagen, dass es in bestimmten Konfliktsituationen dann sinnvoll ist, einen Auflösungsmechanismus zu haben. Und das ist diese Verpflichtung dann, dass also faktisch in diesen Konfliktsituationen dann der Betroffene sagen kann, jetzt haben wir ja lange genug rumgemacht, jetzt gehe ich da und da hin und verlange mein Recht. Und dass dann da ein Prozess ist, der dann versucht, dieses Recht auch durchzusetzen. Aber ich habe das eben so geschickt ausgedrückt, dass ich schon... Aber das ist das Problem, ja? Man fordert von uns jetzt die harte Maßnahme, die wollen wir in gewisser Weise ja auch liefern, aber in einer Weise, dass alle mitmachen. Ja. Und nicht alle sich schon sträuben und sagen, nun wieder die Bundesregierung, wieder neue Vorschriften, neue Gängeleien aus Berlin. Ja, das ist ja die Gefahr. Ja. Frau Trager, Herr Schmachtenberg hat es gerade selber schon gesagt und Horst Freher hat das auch im Forum zum Thema Barrierefreiheit gesagt, dass Barrierefreiheit im Privaten eben auch als Chance und nicht nur als Ärgernis oder Herausforderung betrachtet werden muss, weil das ja auch einfach mehr KundInnen bringt und damit auch mehr Umsatz, zum Beispiel Herrn Schmachtenberg. Welche Rahmenbedingungen brauchen denn private Unternehmen, um ihre Produkte und Dienstleistungen standardmäßig barrierefrei anzubieten? Also tatsächlich empfinden wir das, was Sie da planen, schon als Verpflichtung, aber ich würde auch in die Richtung gehen. Natürlich ist es für jedes Unternehmen, für jeden kleinen Betrieb sinnvoll, seine Produkte
zum einen Herrn Schmachtenberg anzubieten, aber auch vielleicht sogar Vorkehrungen zu treffen, um den, den Kundenkreis auch nochmal zu erweitern. Also man kann ruhig auch schon nochmal weitergehen als das, was jetzt schon gemacht wird. Ich würde aber denken, das, was Sie planen, sind ja einzelfallabhängige, angemessene Vorkehrungen. So soll das, so haben wir das verstanden. Das heißt, ich stelle mir das so vor, dass jemand im Rollstuhl in ein Restaurant gehen möchte und es gibt vielleicht eine kleine Eingangsstufe und natürlich hilft man der Person über die Stufe drüber oder wenn eine Person die Leseschwierigkeiten hat, das Menü nicht versteht, natürlich liest man das Menü vor. Ich glaube tatsächlich, dass das im Gros schon passiert, genau aus dem gleichen Hintergrund, den Sie angesprochen hatten. Also man will ja auch keine Kundschaft verlieren und man will ja auch sein Produkt anbieten und deswegen ist das das Natürlichste von der Welt, dass ich natürlich alle unseren Kunden das anbiete in der bestmöglichsten Art, die ich kann. Insofern ist der Ansatz ein richtiger. Wir sehen den Verpflichtungsteil ein bisschen kritischer natürlich, weil wir sagen, jetzt ist die Wirtschaft gerade momentan schwer belastet zurzeit. Wir wissen, dass es schwierig wird. Ich weiß, das ist, aber so wird das wahrgenommen. So ist das, so ist auch das, die Rückspiegelung aus der Wirtschaft und aus, was ich in meiner täglichen Erfahrung mitbekomme von den Unternehmen. Und genau deswegen ist es, glaube ich, der richtige Ansatz zu sagen, wir nehmen die Leute mit. Wir hauen nicht mit der Kelle drauf, sondern wir überzeugen. Und genau das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Wobei ich, glaube ich, sagen muss, dass das für mein Gefühl, auch als ich in das Forum reingeschaut habe, den Leuten immer noch ein bisschen zu wenig ist. Ne? Also viele Menschen mit Behinderung haben während Corona die Erfahrung gemacht, ja, jetzt ist erstmal Corona, jetzt müsst ihr zurückstecken, jetzt ist auf einmal Krise, dann muss die Inklusion wird dann auch wieder hinten angestellt. Und Barrierefreiheit zum Beispiel bei dem von Ihnen angesprochenen Restaurant wäre ja nicht, ich helfe der Person über die Stufe, sondern ich habe vielleicht eine mobile Rampe. Ich glaube, das größere Restaurant wird auch genau das tun und ich glaube auch, dass der Restaurantbesitzer oder die Restaurantbesitzerin, die dreimal jemandem über die Stufe helfen musste, auf die Idee kommen wird zu sagen, ja klar, das macht vielleicht Sinn, da mal eine Rampe hinzumachen. Insofern ist das schon richtig und was ich sagen würde, was wichtig ist in die Richtung, ist, dass wir halt gute Beispiele sehen, dass wir sehen, das funktioniert, dass wir sehen, ach ja, ich habe jetzt da investiert, das sind ja auch Investments, ich habe jetzt da investiert, ich habe mehr Kunden, ich habe glücklichere Kunden, das kann auch ein glücklicherer Kunde sein. Und ich glaube, das ist wichtig und das sind die Beispiele, die wir vorantragen müssen und zeigen müssen. Und deswegen finden wir den Ansatz schon richtig, in die das geht, mit guten Beispielen vorangehen, mit einem guten Wording und mit einem Zusammen und nicht mit einem Gegenhalten. Herr Schmachtenberg, wir wollten was ergänzen. Ja, ich hoffe auch, dass wenn wir dieses Gesetz dann haben und dann eben Fälle auftauchen, wo Konflikte sind, die dann gelöst werden durch Schlichtungsstelle und möglicherweise im Einzelfall auch Klagen, dass wir darüber dann auch sehr schnell nochmal viel mehr Wissen darüber verbreiten, wie man in einer bestimmten Lebenssituation dann eine vernünftige, angemessene Vorkehrung macht. Also das Wissen, ah, da gibt es mobile Rampen und die sind gar nicht so teuer und so, dass sich das dann auch verbreitet. Und dass wir damit also dann wirklich hier auch einen echten Beitrag hin zu einer inklusiveren Gesellschaft schaffen. Frau Bentel, Sie wollten auch was ergänzen. Aber man kann das Beschleunigen, das Verbreiten des Wissens durch eine gesetzliche Regelung, da sind wir uns, glaube ich, schon alle einig, weil... Ich würde jetzt mal ein Beispiel nennen, ohne hier Werbung für einen Telefonhersteller zu machen aus USA, der was mit einem Obst zu tun hat. Ich meine, die hatten auch nicht, glaube ich, von Anfang an selber die Idee, alles barrierefrei zu machen. Vielleicht auch schon, vielleicht waren die damals schon so weit, aber es hat schon viel damit zu tun, dass da innovative Ideen entwickelt wurden, weil es eben auch in den USA einfach schon viel länger ein einklagbares Recht gibt. Und das kann für Firmen ja extrem teuer werden, Menschen mit Behinderung dieses Recht nicht zugänglich zu machen. Jetzt will ich Frau Drager nicht direkt hier erschrecken und verschrecken. Wenn alle freiwillig mitmachen, ist es uns auch sehr viel lieber, wie dass wir klagen müssen, weil es macht dem VDK und anderen nur Arbeit. Also wir hätten es auch lieber anders, aber ich glaube schon dran, dass wir hier ein Stück weit Regularien brauchen und Verbindlichkeit und natürlich auch gemeinsame konstruktive Suche nach Lösungen. Auch wir sind ja realistisch genug, dass wir nicht jede und alle Vorrichtungen ganz komplett umbauen oder schließen wollen, wie auch immer, sondern es geht ja um die Suche von Lösungen. Aber dass das eben vorangetrieben wird, da haben die letzten Jahre der Bewusstseinsbildung uns eben schon ein bisschen zu lange gedauert.
Herr Dr. Kühne, die KMK war im Forum für Bildung ein ganz großes Thema. Unter anderem wurde darüber gesprochen, dass der Bund den Ländern eine einheitliche Strategie vorgeben müsse und dass es zum Beispiel ein gemeinsames Curriculum brauche für die Ausbildung von Lehrkräften, die alle inklusiv arbeiten müssen, nicht nur für die, auch für Leute, die in der sozialen Arbeit tätig sind oder in der Therapie, aber eben auch hauptsächlich für die Lehrkräfte. Inwiefern wird sich die KMK nach den Ergebnissen der Staatenprüfung verstärkt mit dem Thema inklusive Bildung befassen? Sind da Beschlüsse geplant? Also, ich habe ja schon die Stimmung aufgenommen im Saal, insofern sitze ich hier in der Tat stellvertretend für die Kultusministerkonferenz und will sagen ganz klar, wir sind noch nicht so weit, wie wir wollen, das ist völlig klar, ich würde es mir auch schneller wünschen, aber ich will ganz deutlich machen, dass wir uns selbstverständlich als Kultusministerkonferenz sehr intensiv und auch sehr kontinuierlich mit dem Thema Inklusion beschäftigen. Wir haben schon nach dem Beitritt zur UN-Behindertenrechtskonvention 2011 Empfehlungen abgegeben für inklusive Bildung, haben danach uns auch mit einzelnen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten, so rum, intensiv befasst, haben natürlich das Thema der Lehrerausbildung, der Fortbildung aus dem Schirm. Ich will nur mal grundsätzlich sagen, ich weiß, Föderalismus ist anstrengend, ich weiß, ich kenne das, ich habe das auch in anderen Debatten. Wir hatten ja letztes Jahr als Berlin die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz. Da wurden wir auch immer wieder an der einen oder anderen Stelle gesagt, ja, das wäre doch viel einfacher, wenn das in der Zuständigkeit des Bundes ist. Der Bund kann durchgreifen, kann die Bundesländer anweisen. Ja, aber Moment, wir haben eine bundesstaatliche Ordnung. Das ist im Grundgesetz der Föderalismus so festgelegt. So, ja, das ist im Einzelfall ein bisschen schwieriger. Aber insofern kann auch eine KMK und auch im Augenblick kein Bundesministerium irgendwas anweisen, sondern sind eben Empfehlungen, es sind Rahmen und es ist dann in der Hoheit und der Aufgabe der einzelnen Bundesländer, es entsprechend umzusetzen. Und dafür haben die Bundesländer ja auch im Bereich des Schulwesens, der Bildung, die entsprechenden Ressourcen, die, und da kann ich mich an Kollegen hier anschließen, die auskömmlich sind, da muss man sich entsprechend nicht vormachen. Ich will mal den kurzen Blick aus Berlin geben, weil ich finde, auch hier in Berlin sind wir natürlich noch nicht so weit, wie wir sein wollen. Aber man kann auch jetzt auch nicht sagen, dass wir das Thema vernachlässigen oder überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Weil es ist ja nicht so einfach. Wir haben einerseits das Thema, und ich würde sogar weitergehen, es ist nicht nur die Barrierefreiheit, sondern wirklich die bauliche Inklusion. Das ist nämlich noch ein bisschen weiter. So, wir haben hier eine sehr ambitionierte Schulbauoffensive im Land Berlin. Alle Neubauschulen sind nicht nur barrierefrei, das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir haben Design for All. Nein, sie sind baulich inklusiv. Das heißt, sie haben auch nochmal Pflegebäder und andere besondere räumliche Voraussetzungen, um Inklusion wirklich leben zu können. So, das ist das Thema der Baulichkeiten. Dann haben wir aber auch in der Tat das Thema der Ausbildung, weil wir kämpfen ja gerade darum, auch Lehrkräfte zu bekommen und selbstverständlich spielt dann auch bei der Ausbildung, wir haben auch hier gerade mit der Wissenschaftsverwaltung nochmal neu gemacht, die Hochschulverträge, damit noch mehr Lehrkräfte ausgebildet werden und selbstverständlich muss in der Ausbildung, ist ja auch schon, das Thema Inklusion spielt eine Rolle, kann man natürlich noch ausbauen. Dann haben wir natürlich auch die Rahmenlehrpläne und die pädagogischen Konzepte. Selbstverständlich müssen die auch angepasst werden. Da haben wir eine ganz große Chance. Wir sind im Transformationsprozess. Wir bewegen uns einmal in Richtung viel stärker des Ganztages und in Richtung der Digitalisierung. Das bietet enorme Möglichkeiten. Man kann viel stärker auf die einzelnen Schülerinnen, auf die einzelne Schülerin wirklich die Bildungspläne zuschneiden. Also dieses Nutzen des gesamten Tages, um Bildungsinhalte zu vermitteln, ist auch eine enorme Chance für Inklusion, weil ich eben nochmal stärker individualisiert bilden kann. Aber auch die modernen Bildungsmedien, wir sind Digitalisierung, auch die bieten Möglichkeiten. Bei uns ist grundsätzlich, dass die Medien entsprechend barrierefrei sind. Also insofern sind es enorme Baustellen, aber natürlich muss man ehrlich sein, das alles unter begrenzten Ressourcen und insofern dauert es eben leider an der einen oder anderen Stelle auch länger, wie wir uns das wünschen würden, auch in der KMK. Sie haben gesagt, es gibt ganz viele Möglichkeiten in ganz vielen Bereichen, aber gibt es denn konkrete einzelne Schritte, die jetzt demnächst irgendwie beschlossen werden sollen? Weil Sie ja sagen, wir sind noch nicht so weit, wie Sie gerne hätten. Naja, also ich glaube, an Beschlusslagen ist jetzt nicht der große Mangel. Wie gesagt, wir haben diverse Empfehlungspapiere der Kultusministerkonferenz. Aber bitte, ich kann es nur wiederholen, eine Kultusministerkonferenz beschließt sozusagen nicht und alle Bundesländer, 16 Bundesländer, machen es dann eins zu eins. Nein, es ist dann, wie gesagt, in der Verantwortung, entsprechend der Ressourcen in den einzelnen Bundesländern umzusetzen. Aber ich sage mal, an Konzeptpapieren, an Empfehlungspapieren, an Gutachten, an Stellungnahmen, an Studien, da ist wirklich kein Mangel. Es ist das Thema der Umsetzung.
schneller werden in der Umsetzung. Aber wie gesagt, in diesen Zeiten, wo wir wirklich die Lehrkräfte suchen, es fehlen zehntausende Lehrkräfte, wo sozusagen beim Bauen der Schulen wir eben auf einen sehr angespannten Baumarkt treffen. Wir haben alleine im Land Berlin 711 öffentliche Schulen. Selbstverständlich sind wir mit der Sanierung noch nicht so weit, wie wir entsprechend wollen. Es sind noch nicht alle Schulen so weit saniert, dass sie eben auch baulich inklusiv sind. So, und dann freue ich mich auch, wenn in der zweiten Runde in der Tat das Justizministerium dabei ist. Wir haben eben auch Rechtsvorschriften, die sich leider widersprechen. Versuchen Sie mal bitte in Deutschland ein denkmalgeschütztes Schulgebäude baulich inklusiv umzugestalten. Sie werden teilweise scheitern. So, und das finde ich, das kann nicht sein. Da muss dann eben eine klare Prioritätensetzung sein. Und da muss, das sage ich auch an anderer Stelle, nicht nur hier, da muss im Zweifelsfall auch mal so etwas wie Denkmalschutz eben dahinter stehen, weil eben wir uns, denke ich, hier zumindest im Raum einig sind, Inklusion geht vor Denkmalschutz. Aber auf anderen Foren ist da eine andere Diskussion. Frau Bentele, wir haben jetzt ganz viel gehört von der KMK. Was bräuchten wir ganz dringend, damit Kinder unabhängig von ihrer Behinderung wohnortnah eine Schule besuchen können? Naja, wir haben es ja gerade gehört, es gibt in Deutschland den Föderalismus und das führt gerade im Bereich der inklusiven Bildung sicherlich oft zu Herausforderungen. Wir könnten es auch positiv nutzen, beziehungsweise das Problem ein bisschen überbrücken, wenn man sich auf eine Gesamtstrategie einigen könnte zwischen Bund und Ländern, um eben wirklich inklusive Bildung voranzutreiben. Aber durch die getrennten Zuständigkeiten wird da natürlich auch relativ gern die Verantwortung so ein Stück weit A verschoben und B fehlt eben wirklich so eine Gesamtstrategie in allen 16 Bundesländern und dem Bund, um, wir haben gerade die Lehrerausbildung gehört, voranzutreiben, um die Schulausstattung zu verbessern, aber um vor allem auch mal das ganze Lernsystem anzugucken. Was ich wirklich noch als Grundproblem und Herausforderung ansehe, ist, dass eigentlich das Wahlrecht der Schülerinnen und Schüler und Eltern faktisch ja nicht existiert, wenn wir eben ein Bildungssystem haben, das sich eigentlich nicht wirklich geändert hat, wo die Klassen ähnlich groß geblieben sind, wo wir nicht eine zweite Lehrkraft haben. Ja, wo wir nicht vielleicht eben auch standardmäßig eine zweite Lehrkraft haben in Klassen, wo es andere Lernmöglichkeiten gibt. Das ist eben schon für mich eines der Grundprobleme, wenn wir sagen, inklusive Bildung soll funktionieren. In dem Schulsystem, wie wir es jetzt gerade haben, wird das sicherlich immer schwierig bleiben. Und das ist wie überall der Punkt ein bisschen. Es gibt einzelne Einrichtungen, es gibt Personen, die das vorantreiben, die da Verantwortung übernehmen, dann funktioniert es. Aber in vielen anderen Bereichen funktioniert es eben wirklich nicht so gut, sodass dann gerade, gibt es ja viele Beispiele, mir hat gerade wieder eine Familie geschrieben, Eltern von einem blinden Mädchen in Bayern, wo ja sonst alles anscheinend am besten funktioniert, aber die ist jetzt halt, nee, das sagen Sie nicht, also der Staatssekretär sagt gerade, er behauptet es nicht, ich auch nicht, ich wohne da, ich weiß, dass es nicht so ist, aber tatsächlich ist es so, dass das Mädel dann jetzt eben doch am Ende auf der inklusiven Schule nicht weiter lernen konnte und jetzt halt doch nach Marburg in die Blister gegangen ist, in die Förderschule für Blinde und Sehbehinderte. Das finde ich schon extrem krass, so ein Scheitern heutzutage, wo ja angeblich Bund und Länder sich auf die UN-BRK berufen sollten und wo der Bund die UN-BRK ratifiziert hat, wo das Recht auf inklusive Bildung verankert ist. Und dieses Recht nicht einzulösen, ist schon schwierig. Herr Stephan, im Forum Arbeit ging es natürlich auch viel um die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Was muss aus Ihrer Sicht für den Übergang organisiert werden, damit mehr Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln? Was haben Sie hier schon konkret getan und was müsste noch getan werden? Ja, es ist heute hier ja an verschiedenen Stellen gesagt worden, es gäbe ein Recht auf Arbeit. Das ist ja nicht so. Also auch Menschen, die nicht behindert sind, können arbeitssuchend bleiben. Also von daher können wir da nicht nur so eine Wohlfühlpackung machen. Der Arbeitsmarkt funktioniert leider nach dem Prinzip, dass Unternehmen fragen, habe ich von dem Menschen, der bei mir arbeitet, einen höheren Nutzen, als er für mich Aufwand bedeutet. Das ist ein Kalkül, das in der Regel alle wirtschaftlichen Überlegungen leitet. Deshalb haben wir ja auch so viel Erfolg mit der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt, gerade dort, wo wir es mit privaten Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun haben, die nicht nur eine Rechenmaschine im Kopf haben oder Aktionäre im Hintergrund, die von ihnen gewisses Verhalten verlangen. Wir erleben ganz konkret, dass
zum Beispiel in den Werkstätten, die zu unserem Haus gehören, wir fast 25% aller Beschäftigten in sogenannten ausgelagerten Arbeitsplätzen haben. Das heißt, sie arbeiten in Unternehmen des offenen Arbeitsmarktes, zum Teil schon seit Jahren, und jedes Jahr reihum klopfen wir an und sagen, es wäre doch jetzt endlich an der Zeit, dass ihr die Menschen übernehmt. Unter Hinweis auch auf all die Fördermöglichkeiten, die ja heute hier auch schon benannt worden sind. Nee, also solange der den Werkstattstatus behält, kann der bei uns gerne arbeiten, ist hier gelitten und so weiter. Also da gibt es entsprechend wenig Neigung. Und wir erleben ja, dass in Deutschland die Unternehmen in der Regel auch auf Arbeitskräfte angewiesen sind, die flexibel heute andere Tätigkeiten ausführen können als gestern, weil standardisierte Tätigkeiten, die häufig für Menschen, die aus den Werkstätten kommen, ja geeignet wären, von Maschinen gemacht werden oder in anderen Weltgegenden. Also das ist eben dieses Dilemma. Wir haben heute einiges hier über Förderinstrumente gehört. Flächendeckend wäre sicherlich gut, wenn es Fachwerker-Anerkennungslinien quer durchgäbe und nicht nur in einzelnen IHKs oder Ähnliches. Da gibt es gute Musterbeispiele, aber es ist eben, auch das wurde ja heute schon angesprochen, nicht flächendeckend, dass man entsprechende Fachwerkerausbildungen machen kann, die dann auch im allgemeinen Arbeitsmarkt anerkannt werden. Und wir haben einiges vorhin ja im Fachforum auch über die Förderinstrumente und an manchen Stellen die scharfen Kanten gehört, an denen es dann noch scheitert. Also wie ist das, wenn jemand, der heute definiert einen Werkstattbedarf haben muss, um auf das Budget für Arbeit zugreifen zu können, eine Qualifikation macht, dann damit auf einmal nicht mehr werkstattfähig ist in dem Sinne und ihm dann die Sozialleistungen wieder wegfallen. Das sind alles Themen, die noch teilweise in der Spannung zueinander stehen. Das hat dann wiederum mit unserem gegliederten Sozialsystem natürlich auch zu tun. Und da stoßen an manchen Stellen Dinge aufeinander. Das ist ein großes Rad, was da zu drehen wäre. Die Frage ist ja auch, aber da weiß Herr Schmachtenberg sicherlich mehr dazu als ich, was jetzt geplant ist, nochmal im Hinblick auf die Werkstättenreform. Es geht ja auch um Frage von Vergütung in Werkstätten und Ähnliches. Da haben wir natürlich ein großes Rad noch zu drehen. Das ist eine gute Überleitung zu Ihnen, Herr Schmachtenberg. In dem Forum war nämlich auch die Frage bei dem Auslaufen von Behindertenwerkstätten. Was sind denn hier eigentlich die nächsten Schritte für den Systemwechsel? Erstmal möchte ich sagen, dass da die Empfehlung der Schlussfolgerung, der Staatenempfehlung, finde ich sehr, sehr gut, weil sie hier auch diesen Begriff des offenen Arbeitsmarktes mal prägt und sagt und uns alle auffordert, jetzt hier faktisch eine gemeinsame große Aktion hinzukriegen, wie wir wirklich sehr viel mehr Menschen eben den Weg hin zum offenen Arbeitsmarkt ermöglichen. Und wir haben vier Handlungsbereiche identifiziert. Das eine ist, dass heute eben viele junge Menschen schon auch in die Werkstätten geraten, die vielleicht bei einer entsprechenden Unterstützung, das trifft sich dann mit dem Thema inklusive Bildung, da auch gar nicht hinkommen würden, also der ganze Bereich des Zugangs. Und da haben die Diskussionen, die wir jetzt geführt haben, auf der einen Seite dazu geführt, dass da eigentlich jeder mit dem Kopf nickt und sagt, da muss man was machen. Dass aber jetzt auch schon ganz viele wieder auf dem Baum sind, die Angst haben, dass ihre Institutionen gefährdet sind. Also wir haben auch in diesem Feld jetzt schon ganz schöne Widerstandskräfte wieder mobilisiert. Und mir geht es darum, mein Leitbild da wäre, dass wir zu einer größeren Angebotsvielfalt kommen, dass die berufliche Orientierung auf alle Fälle, solange es noch Förderschulen gibt, auch in Förderschulen stattfindet. Auch da Betriebspraktika organisiert werden, schon von der Förderschule her, in anderen Schulen sowieso. Danach dann aber eben wir ein breiteres Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten haben und nicht nur bei der einen Werkstatt da vor Ort. Und wie wir das ausdehnen und dann kombinieren mit Teilqualifikationen, Anerkennen, Kompetenzbildung, ist aber ein Riesending, bedarf, dass die BA faktisch ihre Konzepte neu entwickelt, möglicherweise auch ihre Begutachtung, die sehr stark medizinisch geprägt ist, nochmal anpackt und dass wir wahrscheinlich auch zu einer anderen Art der Leistungsverträge kommen. Ich sage, ich muss nicht Vergabe, das hat auch schon wieder alle auf den Baum gebracht, kann man das dann alles wettbewerblich vergeben? Muss man nicht, wir müssen erstmal genau wissen, was wir wollen. Dann haben wir das Feld Übergänge in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Da muss man ja vielleicht auch mal sacken lassen aus der Studie, dass viele
in der Studie angegeben haben, befragt, dass sie sich in den Werkstätten so ganz wohl fühlen. Ja, in der Studie repräsentativ 4000 befragt, tendenziell die Älteren. Ich kann natürlich sagen, die Studie ist falsch, hat ausgerechnet die 4000 gefragt, die da nicht, aber ich nehme es mal als einen Punkt. Also ich finde, nehme es als einen Punkt. Und ich war die Tage in der Werkstatt hier in Brandenburg, die haben mich alle angestrahlt, die haben gesagt, authentisch, für uns muss sich gar nichts verändern, wir sind so zufrieden. Das heißt, man muss das mit ins Kalkül nehmen, man kann nicht einfach das ignorieren. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir halt gerade bei den Jungen und Jüngeren, da ist das Bild anders, die Jüngeren, die bis 30, 40, die können sich eher vorstellen, nochmal rauszugehen. Aber danach wird diese Vorstellung immer schwächer. Und dass wir deswegen eben den Zugang, und dann finde ich eben diese Außenarbeitsplatzsituation wirklich dramatisch. Da haben wir ungefähr 30.000 Werkstattbeschäftigte, die in der Wirtschaft tätig sind. Da sind offenbar die Arbeitsplätze barrierefrei, da ist alles geeignet. Aber genau wie Sie es gesagt haben, natürlich ist das für die Unternehmen ein klasse Modell. Kein Arbeitgeberrisiko, ist doch großartig. Da Anreize, das schärfste Mittel, Ottmar Malz-Paul war ja heute auch schon zu sehen, befristet die doch einfach. Ja, was passiert dann, wenn die Befristung dazu führt, dass dann rotiert wird, ja, haben wir nichts gewonnen. Also da die Anreize richtig setzen, vielleicht auch nochmal eine kleine Übernahmeprämie und dann eben, was machen wir mit dem Nachteilsausgleich Rente, das sind die Dinge, die wir hier überlegen und aus denen wir möglicherweise auch relativ rasch noch was gesetzgeberisch machen können. Beim Thema Werkstattentgelt sind wir zwischen Baum und Borke, weil die Erhöhung der Einkommen in den Werkstätten ist eigentlich keine Maßnahme, die Anreize schafft, mehr in den allgemeinen Arbeitsmarkt überzugehen. Das muss man mal so, die steht quer. Das ist eine andere Dimension. Trotzdem kann man natürlich sagen, ich will, dass es da bessere Einkommen gibt, aber mit dieser einleitenden Bemerkung habe ich schon deutlich gemacht, ist eine schwierige Abwägung. Also wenn wir da Einkommen dann haben in den Werkstätten, die ich unter den Wettbewerbsbedingungen, ich fand immer sehr gut Ihren Punkt, kein Recht auf Arbeit, Nutzen, Gewinn, Aufwand, kein Arbeitgeber wird bereit sein. Also da müssen wir schauen, da diskutieren wir im Moment verschiedene Handlungsoptionen. Es ist eine schwierige Baustelle, wirklich eine schwierige Baustelle. Und dann finde ich ganz wichtig als viertes Handlungsfeld, wir haben halt auch schwerst, wir sagen, sollen wir immer ausdrücken, die Menschen mit multiplen, also Leute, die häufig auch in den Tagesförderstätten sind, ich drücke mich mal so aus, außerhalb in NRW sind die in den Tagesförderstätten. Die Welt müssen wir uns auch noch mal viel mehr angucken. Was ist da los? Möglicherweise irgendwann auch mal den Schritt machen, dass wir sagen, wir brauchen dieses Kriterium der wirtschaftliche Mindestverwertung, weg damit. Das hieße dann aber, ja, das würde aber den Charakter der Werkstätten als Ort sozialer Teilhabe stärken und als Ort der Arbeit schwächen. Das hat also auch wieder Auswirkungen auf die Werkstätten. Deswegen ist das auch nochmal ein Feld. Das müssen wir alles gemeinsam und ich glaube, dass uns ein Aktionsplan zu diesen Handlungsfeldern für die nächsten wahrscheinlich Jahre, das sind so schwierige Fragen mit so vielen unterschiedlichen Interessen und unsere Überlegung ist, dass wir einen Aktionsplan machen und immer da, wo wir klar sind, auch gesetzlich erledigen. Also nicht sagen, jetzt machen wir erstmal 5 Jahre nachdenken und nüschte. Nee. Sondern ich habe es aus, mal kurz die Zeit hier benutzt, ich habe viel zu lange geredet, wie viele Dinge da zu sprechen sind. Und dass wir immer das, was klar ist, Haken dran wird erledigt, Vorschlag an Gesetzgeber, das ist jetzt gut überlegt, macht das. Und steht nicht im Weg zu dem, was als nächstes kommt. Das ist grob gesprochen die Überlegung jetzt im Haus und alle können uns herzlich gerne unterstützen, diese schwierigen Fragen zu unterstützen, also zu lösen. Es ist wirklich schwierig. Frau Trager, abschließend für diese Runde nochmal an Sie. In dem Forum fiel auch, dass viele inklusive Modelle in den Unternehmen eben einfach auch nicht gut durchdacht sind. Was muss passieren, damit Betriebe besser in die Lage versetzt werden, erstens Auszubildende mit Behinderungen und zweitens heutige Werkstattbeschäftigte, beispielsweise eben auf diesen Außenarbeitsplätzen, aufzunehmen? Wie müssen sich Betriebe da auch verändern? Also tatsächlich, wir hören das natürlich auch. Man muss da die Interessen so ein bisschen zusammenbringen. Wir haben es auch gerade schon gehört, Herr Stephan, Sie hatten es gesagt, natürlich denken die Unternehmen auch
darüber nach, dass sie Gewinn machen müssen. Und tatsächlich ist das auch in Ordnung so. Das muss man denen auch eingestehen, weil das ist nun mal deren tägliches Brot. Das ist aber, steht aber auch nicht im Widerspruch. Und ich glaube, da müssen wir, das muss man noch mal viel häufiger herauskehren, weil das, weil immer auch Behinderung mit Leistungsminderung gleichgesetzt wird. Und das ist einfach nicht so. Wir haben in Deutschland 1,1 Millionen Beschäftigte mit Schwerbehinderung in den Betrieben. Das heißt, ganz häufig funktioniert das schon auch sehr gut. Wir sprechen jetzt heute sehr viel über die 300.000 Werkstattbeschäftigten. Und natürlich, da sind wir auch dafür, brauchen wir da noch mal bessere Übergänge und oder mehr Übergänge. Und da haben wir auch die Diskrepanz aus dieser Studie, dass ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel es waren, aber ein Fünftel sagt, sie können sich das vorstellen, aber dann sind wir bei 1% unter 1% Übergangsquoten. Das heißt, da glaube ich, muss man ran. Genauso, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, was wir gerade gehört haben, auch nochmal mit dem Blick auf Ausbildung, dass man sagt, dieser Automatismus zwischen geförderter Schulbildung, Förderschule, danach automatisch in den Berufsbildungsbereich der Werkstatt, danach automatisch in den Arbeitsbereich der Werkstatt. Das ist gut, das zu durchbrechen. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Und dann kann man nochmal speziell schauen, diese Einzelperson passt hier gut hin, diese Einzelperson passt hier gut hin. Und natürlich wird es auch Menschen geben, die wollen in der Werkstatt bleiben. Und das Wahlrecht muss man ihnen auch eingestehen. Aber das sind vielleicht nicht alle, die da jetzt sind. Und weil Sie ja auch nochmal speziell zu den Unternehmen gefragt haben, wir haben es heute auch schon aus Hannover gehört, so ein bisschen der Ansatz, das hatte ich ja vorher schon gesagt, so ein bisschen der Ansatz, nicht so auf den Kopf hauen, sondern halt so das Thema Beratung, Unterstützung, Förderung. Was wir nicht brauchen, sind noch mehr Instrumente, die irgendwelche Förderinstrumente sind. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Was der richtige Ansatz ist, das kam ja jetzt auch schon mit dem Teilhabestärkungsgesetz, ist Beratung anzubieten, auch für Unternehmen. Und da haben wir, das haben wir auch gehört schon vorher, diese einheitlichen Ansprechstellen. Da müssen wir, glaube ich, nochmal drauf schauen, ob die bekannt genug sind. Wir versuchen das natürlich zu verstreuen. Es ist natürlich, ist jetzt auch neu, muss man sagen. Die sind auch noch nicht, das sind jetzt auch begrenzte Zahlen in den Ländern. Das sind jetzt auch nicht 100.000 Berater und Beraterinnen. So, da kann man nochmal vielleicht nachsetzen, aber das ist der richtige Ansatz, dass man sagt, ein Unternehmen kann wirklich hingehen und sagen, ich habe hier jemanden, der hat sich beworben, der klingt total gut, der hat es motiviert. Irgendwo brauche ich aber vielleicht doch eine Unterstützung. Und dann können die sagen, ja, das können wir so machen und ich helfe dir. Ich gehe mit dir zur Agentur, zur Arbeitsagentur, ich gehe mit dir zum Integrationsamt und so weiter. Und dann müssen die Unternehmen das nicht selber machen. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Ich bedanke mich bei einem Großteil dieser Runde für diese ersten Themen. Frau Bentele bleibt bei mir an dieser Stelle. Vielen Dank, Herr Dr. Kühne, Frau Trager, Herr Stephan und Herr Dr. Schmachtenberg. Und ich bitte direkt die nächsten Gesprächsteilnehmenden auf die Bühne. Wir machen einen fliegenden Wechsel, so ist es. Und sprechen dann direkt weiter über die nächsten Themen. Ich kann an dieser Stelle noch mal sagen, während die nächsten Gäste hier auf die Bühne kommen, im Programm stand noch drin, dass in der ersten Runde auch Raoul Krauthausen teil gewesen wäre und vielleicht haben Sie ihn heute Morgen auch gesehen. Der musste leider weiterreisen, deswegen konnte er jetzt heute Nachmittag nicht mehr dabei sein. So, Sie wissen schon, Frau Tabara, Sie kommen. Genau, Sie wurden schon eingewiesen quasi, sehr gut. Genau, Frau Degner und Frau Schröder müssen einmal tauschen. Genau. So, wir tauschen noch das Wasser aus, aber angesichts der Zeit machen wir direkt weiter mit der nächsten Runde. Und in dieser Runde geht es um Persönlichkeitsrechte und Umsetzung und um die Foren Verhinderung von Zwang, Betreuungsrecht, Gewaltschutz, Partizipation und Umsetzungsstrukturen. Und ich begrüße ganz herzlich auf der Bühne direkt neben mir Dr. Annette Tabara, Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hallo. Dann haben wir daneben Andreas Schulze, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Hallo, Herr Schulze. Außerdem zu Gast Professorin Theresia Degner, Professorin für Recht und Disability Studies an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe. Wir haben sie heute Morgen schon gehört.
herzlich willkommen in dieser Runde. Und das heißersehnte Justizministerium ist auch da. Herzlich willkommen, Frau Schröder, Ruth Schröder, Abteilungsleiterin im Bundesministerium der Justiz. Und ich begrüße auch in dieser Runde noch einmal Verena Bentele. Zwang, Frau Schröder, war ein ganz großes Thema in dem Forum und da waren auch viele Besorgnisse dabei. In den abschließenden Bemerkungen zeigt sich der UN-Fachausschuss zutiefst besorgt über die Anwendung von Zwang und freiheitsentziehenden Maßnahmen bei Menschen mit Behinderungen. In dem Forum wurde auch gesagt, es gibt eigentlich kein allumfassendes Monitoring zur Anwendung von Zwang. Und im internationalen Vergleich ist es in Deutschland so, dass immer noch diskutiert wird, ob ambulante Zwangsbehandlungen noch zulässig sein sollten, was in anderen Ländern eben schon längst nicht mehr der Fall ist. Welche konkreten Maßnahmen zur Verhinderung von Zwang sind bereits in die Wege geleitet oder im Licht der zweiten Staatenprüfung geplant? Ja, vielen Dank. Natürlich, die Frage nach Zwang und Zwangsmaßnahmen ist ja äußerst tief bewegt. Im Grundsatz gilt natürlich für uns auch im Betreuungsrecht Zwang nur als Ultima Ratio, immer als Ultima Ratio. So ist auch die Regelung in dem 1832 BGB aufgesetzt. Die Frage, die bewegt, wie geht das, können wir Zwangsmaßnahmen in ambulanten Anwendungen vorsehen. Die Frage wird aufgeworfen, wird auch zum Teil von Bundesländern eingefordert, um möglicherweise Transporte von dementen Personen in ein Krankenhaus für die Maßnahme einer Zwangsbehandlung zu vermeiden. Wir haben zu diesem Thema eine Forschung durchgeführt mit einer Forschungsgruppe, das ist jetzt auch gerade abgeschlossen. Der Bericht der Forschergruppe liegt vor seit Januar, das wird demnächst veröffentlicht werden. Die Forscher kommen ganz eindeutig zu dem Ergebnis, dass ein Zwang in ambulanten Verhältnissen nicht stattfinden soll, eine Ausdehnung in diesem Bereich nicht stattfinden soll. Ja. Insofern können Sie sich vielleicht auf den Bericht freuen, der dann demnächst veröffentlicht wird. Es gibt allerdings auch aktuell noch eine Entscheidung, eine Vorlage des Bundesgerichtshofs zu diesem Thema an das Bundesverfassungsgericht, in dem die konkrete Frage überprüft wird, ob eben eine Zwangsbehandlung nur in einem Krankenhaus stattfinden darf oder ob nicht auch in einem ambulanten Verhältnis das möglich ist. Also insofern, wenn ich mein Referat richtig verstanden habe, sind wir just heute aufgefordert worden, in diesem Verfahren auch Stellung zu beziehen. Also insofern nimmt das Verfahren seinen Lauf. Man weiß ja oft nicht so genau, wann das Bundesverfassungsgericht ein Verfahren aufgreift, aber es scheint jetzt Fahrt aufzunehmen und insofern spannend. Vielen Dank. Frau Degner, wenn wir über das Betreuungsrecht sprechen, war im Forum auch Thema, dass die Regelung zur Stärkung der Selbstbestimmung und Partizipation rechtlich betreuter Menschen oft an der Umsetzung und an knappen Ressourcen, zum Beispiel bei Gericht, scheitert. Gleichzeitig wurde bemängelt, dass es keine offizielle Beschwerdestelle gibt und Infos zu dem Thema oft bei denen, die sie eigentlich benötigen, gar nicht ankommen. Können Sie uns und eine Einschätzung geben, was aus Ihrer Sicht wichtig ist, inwiefern eine umfassende Strategie notwendig wäre und welche zentralen Stellschrauben jetzt dringend angegangen werden müssten im Betreuungsrecht? Ja, also die Schlüsselworte dazu sind zwei, nämlich unterstützte Entscheidungsfindung, flächendeckend überall, nicht nur im Betreuungsrecht, wo wir ja schon ein ganzes Stück vorangekommen sind, aber eben noch nicht weit genug. Und das zweite ist, ohne Zwang. Ohne Zwang müssen wir leben können. Zwang und Fremdbestimmung, Bevormundung sind klassische, traditionelle Praktiken in Deutschland. Wir denken immer nur, dass schädliche, traditionelle Praktiken in Afrika und anderen Ländern stattfinden. Nein, wir müssen erkennen, dass das traditionelle, schädliche Praktiken sind, die wir in unserer Gesellschaft seit Jahrhunderten haben und die müssen wir abschaffen. Es darf keinen Zwang mehr geben.
freue mich sehr, Frau Schröder, dass Sie sich dafür einsetzen wollen, dass es keine Ambulantisierung des Zwangs geben darf. Denn wir haben ein Grundrecht in unserer Verfassung, Artikel 13, die Wohnung ist unverletzlich. Und das muss auch für alle behinderten Menschen gelten. Niemand darf in seinen eigenen vier Wänden oder da, wo er oder sie lebt, von Zwang bedroht sein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das. Und das andere Wichtige ist das Schlüsselwort und unterstützte Entscheidungsfindung. Hier sind wir, da gibt es schon viele gute Beispiele in Deutschland, aber wir sind noch nicht weit genug. Wir sind noch gar nicht weit genug, denn wir haben keinen einheitlichen Standard. Wo fängt eigentlich fremdbestimmte Stellvertretung an? Wo hört sie auf? Wir müssen diese Standards gemeinsam mit den Selbstvertretungsgruppen entwickeln. Vor allen Dingen mit Betroffenen, die immer auch über Peer-Arbeit und Peer-Beratung sehr viel Erfahrung sammeln können. Wir haben inzwischen Forschung vorliegen und gute Beispiele, zum Beispiel durch Aktion Artikel 16 von den Kellernkindern e.V. und anderen, die gute Alternativen zu Zwang gesammelt haben und auch Standards entwickeln, wie unterstützte Entscheidungsfindung stattfinden kann. Wir denken immer, es kann nur im Betreuungsrecht stattfinden, aber das ist totaler Quatsch. Wir müssen auch daran denken, wie das im finanziellen Bereich, also wie Banken, unterstützte Entscheidungsfindung entwickeln müssen, damit die Leute ihre Konten führen können und auch Finanzentscheidungen treffen müssen. Wir kennen das schon längst im Bereich Medizin, also wie die Patientenentscheidungen informiert, frei stattfinden können. Und da müssen wir weiterdenken. Wir haben das Verbraucherschutzrecht im Zivilrecht. Wir denken alle darüber nach, dass niemand von großen Firmen überrumpelt werden darf durch allgemeine Geschäftsbedingungen. All das müssen wir erweitern und die Unterstützerentscheidungsfindung genau da einbauen. Wir brauchen diese parallele Gleis für Behinderte, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen dieses Unterstützerentscheidungsfindung nur im Betreuungsrecht nicht. Wir müssen anders denken. Frau Schröder, bitte. Liebe Frau Degener, da Sie mich unmittelbar ansprechen, vielleicht zwei Punkte. Zum Thema ambulante Zwangsmaßnahmen. Sie haben rekurriert auf Zwangsmaßnahmen im privaten Umfeld, in der Wohnung. Das ist nicht unser Eindruck, dass darüber überhaupt jemand nachdenkt, sondern in ambulanten Einrichtungen oder in den Einrichtungen natürlich im Unterschied zu einer Verbringung der jeweiligen Person in ein Krankenhaus. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen weiterer Unterschied. Also ganz so weit hat man da nicht gedacht. Das ist natürlich am Ende, das wäre auch sehr missbrauchsanfällig. Das ist, glaube ich, etwas, was niemand will. Bei der Frage unterstützte Entscheidungsfindung. Auch da ist das Ziel, das, was Sie sagen, natürlich muss das alles dahin gehen und da wollen wir auch dahin gehen. Das ist auch die neue Regelung im Betreuungsrecht, also Unterstützung, damit auch der Betreute seinen Weg alleine findet und alles andere ist Ultima Ratio. Es gibt aber eine Grenze aus unserer Sicht und das ist auch immer wieder Gegenstand der Diskussion, war auch sicherlich in der Genfer Diskussion. Es gibt Grenzen, nämlich da, wo derjenige, der seine Entscheidung finden soll oder muss oder wie auch immer, wo eine Unterstützung einfach nicht mehr weiterhilft. Wir brauchen einfach auch Schutzgrenzen. Also deswegen ist dann eine Stellvertretung in dem einen oder anderen Fall am Ende erforderlich. Ich verstehe Ihr Ziel, man muss auch die Ziele hochhängen, damit man da hinkommt. Das ist auch alles richtig, aber wir sehen die Grenzen und das deutsche Recht, das BGB von 1900, mit der Geschäftsfähigkeit, Handlungsfähigkeit, das ist eine gute Grundlage und das sind alles Schutzgedanken. Und deswegen wird sich so schnell dies nicht dahin bewegen, dass es das alles nicht mehr gibt. Aber das Ziel ist gut.
Frau Bentele, auch Tenor im Forum war, dass Betreuung eben oft immer noch aus strukturellen Mängeln herausbestellt wird oder weil eben allgemeine Angebote nicht zugänglich sind. Was muss aus Ihrer Sicht geschehen, um Menschen mit Behinderung besser in selbstbestimmten Entscheidungen zu unterstützen und so eben eine rechtliche Betreuung häufiger entbehrlich zu machen? Also erstmal ist ja ein Fakt, dass allein 15% der Betreuung vermieden werden können, wenn es flächendeckend und bundesweit die erweiterte Unterstützung gäbe, was eben heißt, dass die Menschen eine Unterstützung sozusagen Fall-Case-Management-Unterstützung kriegen oder in einfacher, leichter Sprache jemand, der sie eben in der Beantragung zum Beispiel von Sozialleistungen in unserem komplexen System unterstützt, der ihnen einfach hilft, die Entscheidung zu treffen und durch die komplizierten Wirrungen des Sozialstaats ein Stück weit eben zu manövrieren. Das wäre eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dieses Instrument der erweiterten Unterstützung, das durch das Betreuungsorganisationsgesetz ermöglicht wurde, wird eben, wie wir jetzt gerade feststellen müssen, von den Bundesländern extrem unterschiedlich angewendet und ausgelegt, oft nach Haushaltslage, vielleicht auch oder sicherlich auch durch andere Gründe, weil eben da die Notwendigkeit und die Möglichkeit nicht so gesehen wird. Und was wir eben ganz oft feststellen, dass eben Betreuungsrecht natürlich auch oft als ein Kostenpunkt gesehen wird und vielleicht nicht unbedingt als ein Punkt, wo Strukturverbesserungen und Veränderungen eigentlich dahinterstehen müssten, um den Menschen auch ihr Leben, ihr Handeln etwas leichter zu machen. Und wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, wie zum Beispiel Anträge für Reha-Leistungen, könnte man hier Menschen, die eben Unterstützungsbedarfe haben, das Leben schon deutlich einfacher machen, wenn sie nur einen Antrag stellen müssten und nicht bei verschiedenen Trägern vorstellig werden müssten. Allein das könnte extrem viel Betreuungsaufwand verhindern und vermeiden und den Menschen ihre Zugänglichkeiten verbessern. Was für uns natürlich wirklich ein spannender Punkt ist, den Theresia Degner gerade angesprochen hat, die unterstützte Entscheidungsfindung. Es gibt dazu wirklich ganz, ganz tolle Projekte. Ist natürlich eine etwas, deswegen auch eine spannende Geschichte, weil es erfordert andere Möglichkeiten der Kommunikation, sicherlich auch das ein oder andere auch ein bisschen mehr an Zeit. Aber vor allem, und das ist ja auch ein Thema, das wir immer wieder auch im Bundesteilhabegesetz und in vielen anderen Verfahren diskutiert haben und weiter diskutieren, eine Vereinfachung unseres komplexen Sozialstaats ein Stück weit. Damit würde man den Menschen schon sehr viel Arbeit und Umwege eben auch ersparen. Nächste Frage geht an Sie beide, Frau Schröder, Herr Schulz. Herr Schulz, vielleicht mögen Sie anfangen. Welche konkreten Schritte planen Ihre Ministerien, um die Forderungen des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderung in Bezug auf das Gewaltschutzgesetz umzusetzen und den Schutz von Menschen mit Behinderung in Einrichtungen praxisgerecht zu verbessern? Ich tue mich ein bisschen schwer, sozusagen in den Zuständigkeiten der anderen Ministerien zu reden. Deswegen will ich eher zum Hilfegesetz reden. Der Koalitionsvertrag verpflichtet uns ja dazu, eine ressortübergreifende Gesamtstrategie zur Prävention und zur Verhinderung von Gewalt nach der Istanbul-Konvention aufzusetzen. Dafür ist unser Haus zuständig und dafür ist auch in der Gleichstellungsabteilung ein Arbeitsstab gebildet worden, und dem das obliegt. Und in dieser Gewaltschutzstrategie sind sozusagen diese Punkte, die wir jetzt gerade an anderer Stelle schon mal hatten, die Zugänglichkeit und die Erreichbarkeit von Angeboten, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Sozusagen der Leistungsausschluss für Menschen mit Behinderung, der ist nicht hinnehmbar. Jetzt muss man gucken, wie kriegt man sozusagen die Menschen zu den Leistungen, kriegt man die Leistung zu den Menschen. Mit Leistung meinen wir Schutzangebote, also Schutzräume für von Gewalt bedrohten Menschen, das können Frauen sein, das können auch Kinder sein. Wie kriegt man Beratungsleistungen zu den Menschen? Da geht es einerseits einfach um simple bauliche Fragen, sodass man also sozusagen den Zugang barrierefrei hält im Online-Bereich, wie aber auch im Offline-Bereich, also sowohl am Bildschirm als auch einfach an der Beratungsstelle muss der Zugang möglich sein. Die Angebote müssen aber auch vorhanden sein, das ist auch eine Frage, wo man als Mensch mit Beeinträchtigung oder mit Behinderung auch vor einer Barriere steht, wenn das Angebot einfach gar nicht da ist. Wir können hier natürlich in Berlin gut reden. Es ist bei allem, was man so an Mangel hat, haben wir also eine sehr, sehr hohe Dichte an Angeboten und Unterstützung. Das ist im ländlichen Raum gelegentlich ganz, ganz anders. Und wenn das Angebot nicht da ist, dann ist das eben auch ein Leistungsausschluss, den wir nicht hinnehmen können. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass Bund und Länder gemeinsam
sozusagen hier die Abhilfe schaffen. Wir können von Berlin aus, von der Ebene der Bundesregierung, uns natürlich eine ganze Menge wünschen, aber wir brauchen natürlich auch die Länder mit im Boot. Das ist sozusagen das, was ich sozusagen zu dieser Gewaltpräventionsstrategie mal sagen wollte. Dann gibt es aber hier einen kleinen Haken. Wir machen diese Prävention nach Istanbul-Konvention. Und die UN-Fachleute geben uns auf, die Standards der Istanbul-Konferenz zu verschränken mit der BRK. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil die Istanbul-Konvention natürlich die geschlechtsspezifischen Gewaltmomente berücksichtigt und man kriegt nicht alle Gewalterfahrungen, die Menschen mit Behinderungen erleben, unter diesen Standard der Istanbul-Konvention. Das wird für Frauen und Mädchen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen der Fall sein. Das wird auch für pflegebedürftige Frauen der Fall sein. Aber die Istanbul-Konvention ist ein sehr, sehr hoher Standard, aber er löst nicht alles. Und deswegen braucht man sozusagen neben dieser Strategie, von der ich gerade sprach, immer noch einzelne Instrumente, von denen Sie ja auch schon ein paar genannt haben, für die aber andere zuständig sind. Kurz rüber zu Frau Schröder, dann komme ich zu Ihnen, Frau Tabarra, weil Sie eben schon so genickt haben bei dem Thema. Frau Schröder, was passiert in Ihrem Ministerium diesbezüglich? Aktuell würde ich mal sagen, eher nichts. Ehrlich. Weil, es ist aber auch, es hat aber auch eine gute Grundlage, ja. Gewaltschutz, wenn ich mich auf das Gewaltschutzgesetz beziehe, das umfasst alle Menschen, also auch die Menschen mit Behinderungen. Und deshalb sehen wir aktuell keine Notwendigkeit, das Gewaltschutzgesetz zu verändern. Mir ist natürlich ganz klar, dass auch die Forderung in dem Abschlussbericht fordert, dass der Paragraph 2 erweitert wird für behinderte Menschen. Das passt von der Blickrichtung nicht so richtig, weil das bezieht sich auf Personen, die gemeinsam in einer Wohnung wohnen und das lässt sich schwerlich auf Einrichtungen beziehen. Also insofern ist da noch nicht das richtige Instrument gefunden und ob man das dann im Gewaltschutzgesetz unter Umständen ansiedelt oder ob das nicht Gegenstand auch letztlich der ressortübergreifenden Gewaltschutzstrategie sein muss, das scheint uns eher naheliegend. Natürlich nehmen wir auch alle Empfehlungen sehr ernst und begleiten alle Prozesse, die dort unterwegs sind. Und wenn sich eine Notwendigkeit ergibt, zum weiteren Schutz vor Gewalt, auch eine gesetzliche Regelung durch das BMJ aufzunehmen, dann wird sich niemand dagegen wehren. Frau Tabarra, wir haben jetzt schon gehört, die ressortübergreifende Gewaltschutzstrategie und Herr Schulze hat gesagt, es ist nicht so einfach, die Anforderungen der Istanbul-Konvention mit den Anforderungen der UN zu verzahnen. Was passiert da in Ihrem Haus bezüglich der ressortübergreifenden Gewaltschutzstrategie? Ja, erstmal finde ich das total gut, dass die Kollegen aus dem Familien- und die ganzen Konsonanten, BMFSFJ, dass die Kollegen diese umfassende Gewaltschutzstrategie unter ihrer Federführung machen. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel für Disability Mainstreaming, dass tatsächlich Inklusion nicht nur in dem dafür zuständigen Fachministerium, das auch Focal Point ist, angegangen wird, sondern eben wirklich in jedem einzelnen Lebensbereich in Bund und in Ländern. Also das finde ich super, dass sie das machen. Ich verstehe, dass sie sich als Familien- und Frauenministerium sehr darauf konzentrieren, die Istanbul-Konvention umzusetzen. Trotzdem denke ich, erleben wir oder ist uns sehr klar vor Augen, dass von Gewalt betroffen nicht nur Frauen und Mädchen mit Behinderung sind, sondern auch Männer und Jungen mit Behinderung. Und insofern, glaube ich, muss man einfach darüber sprechen, wie man auch diesen Personenkreis in eine Gewaltschutzstrategie aufnehmen kann und nicht nur die Istanbul-Konvention anwendet. Wir
Im BMAS kümmern uns auch um das Thema Gewalt, einfach weil es ein sehr drängendes ist. Also wir wissen, dass viele Menschen, die in Einrichtungen leben oder im Einrichtungskontext leben, von Gewalt betroffen sind. Das ist wirklich eine erschreckende Anzahl. Wir wissen das aus einer Vielzahl von Studien. Wir wissen auch, dass die Gewalt häufig von den Menschen ausgeht, mit denen sie zusammenleben oder zusammenarbeiten. Und ich finde, dass das Gewaltschutzgesetz, das Frau Schröder ja auch angesprochen hat, an sich ein sehr gutes Gesetz ist, weil es dem Grundsatz folgt, gibt jetzt viele Schlagworte, ja, also ein Schlagwort wäre zum Beispiel, wer schlägt, geht. Aber dass auf jeden Fall der Aggressor des Raumes verwiesen wird, also des persönlichen, privaten Raumes, der Wohnung, dem Bereich, dem ich nicht entfliehen kann, weil ich da zu Hause bin, und dass nicht die von Gewalt betroffene Person sich überlegen muss, wie sie, nachdem sie die Gewalt erlebt hat, jetzt auch noch ihren eigensten Ort verändern muss. Und das, finde ich, ist ein wirklich guter Grundsatz in diesem Gewaltschutzgesetz. Und ich denke, man wird schon innerhalb der Bundesregierung nochmal darüber sprechen müssen, ob nicht auch Menschen, die in besonderen Wohnformen wohnen, ob für die nicht der gleiche Grundsatz gelten muss, wie auch immer ausformuliert. Ich glaube, das ist schon wichtig. Und das ist aber der Bereich, wenn ich das so sagen darf, wo Gewalt schon passiert ist. Da reagieren wir auf eine Situation, wo Gewalt stattgefunden hat. Und jetzt komme ich zu dem, was wir im BMAS gemacht haben und wo wir auch noch weiter dran sind. Ziel staatlichen Handelns muss natürlich sein, Gewalt zu verhindern, also präventiv tätig zu werden und möglichst Normen, Regelungen, Settings zu etablieren, in denen Gewalt erst gar nicht stattfindet. Und da haben wir mit dem Teilhabestärkungsgesetz, im SGB 9, schon den Paragraphen 37a, also ganz viele hier sind Fachleute, die wissen dann, 37a, SGB 9, also einen Paragraphen geschaffen, der den Anbietern von Leistungen vorschreibt, solche Gewaltschutzkonzepte auch vorzuhalten. Das ist gut, ja, also dass wir diesen Paragraphen untergebracht haben, ist, glaube ich, gut. Es wird kritisiert und aus meiner Sicht auch zu Recht, dass es letztlich keine Sanktionsmechanismen gibt, wenn die Gewaltschutzkonzepte nicht funktionieren oder nicht ausreichend genug sind. Und das müssen wir uns auch angucken. Also das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Ja, auch da ein Tropfen Wasser in den Wein. Wir machen das nicht alleine. Also Leistungsanbieter, Leistungsträger, die ganzen Settings finden im Länderkontext statt. Das heißt, wir als Bund können uns da ganz tolle Sachen überlegen, aber ohne die Länder nicht machen. Wir sind aber dran und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass im Zusammenspiel dieser vielen Dinge, von denen wir schon gehört haben, das auch noch ein Baustein wird. Sind wir wieder bei der Bund-Länder-Problematik, die wir in der vorherigen Runde auch schon hatten. Wir kommen zu Partizipation und Umsetzungsstrukturen, Frau Degner. Eine Frage, die man sich in dem Forum sehr gestellt hat, war, wie kann denn frühzeitige Beteiligung vor Gesetzgebungsverfahren als Regelfall sichergestellt werden, mit klaren Standards und eben auch klarer Feedback-Kultur? Ja, da gibt ja die allgemeine Bemerkung Nummer 7 des UNBRK-Ausschusses klare Richtlinien vor und auch der Deutsche Behindertenrat hat ja schon seit letztem Jahr fordert er klare Partizipationsstandards. Die müssen wir, glaube ich, entwickeln. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten 15 Jahren seit Inkrafttreten der UNBRK einige gute Erfahrungen mit Partizipation sammeln können. Aber wir müssen noch weiterdenken. Wir müssen diese Erfahrungen jetzt in einen guten Partizipationsstandard, der Transparenz, Verlässlichkeit, Ressourcen und die Erweiterung des Personenkreises vor allen Dingen mitbedenkt. Also das hat ja auch der Ausschuss ganz klar gesagt, es sollen nicht nur die herkömmlich starken Verbände partizipieren dürfen, sondern eben auch die vulnerablen Gruppen, also insbesondere Menschen, die von intersektionaler Diskriminierung betroffen sind, wie behinderte Kinder, behinderte Frauen, behinderte Geflüchtete, behinderte Migrantinnen und Migranten. Die müssen wir mit einbeziehen. Im Forum 7, an dem ich heute auch teilgenommen habe, wurden wunderbare Vorschläge gemacht, wie wir weiterkommen können in der Frage der Partizipation.
Und da wurde gesagt, wir müssen das auch ein bisschen politischer machen, indem wir die Verantwortlichen verpflichten, Berichte zu erstellen auf Staatssekretärsebene, wie Partizipation zu bestimmten Gesetzen, zu bestimmten anderen Vorhaben erfüllt wurde, aber auch, dass wir an die Kommunen denken. Also wir haben ja gerade aktuelle Forschungsprojekte laufen zu Umsetzung von Partizipation in Kommunen. Da werden Aktionspläne auf kommunaler Ebene durch die Uni Siegen im Zusammenhang mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte evaluiert. Und es zeigt sich immer noch nicht genug, behinderte Menschen werden einbezogen. Und diese Erfahrung müssen wir sammeln und in einen klaren Partizipationsstandard umsetzen. Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen, wenn man mal an andere Länder denkt, wo können wir hingucken? Also es gibt ja die Aarhus-Konvention zu Fragen der Beteiligung der Zivilgesellschaft in Umweltfragen, die wirklich vorbildlich ist. Die wurde in Dänemark gemacht und vielleicht ist es kein Zufall, dass die allgemeine Bemerkung Nummer 7 von dem dänischen Mitglied des Ausschusses leitend erarbeitet wurde, Stig Langwart. Ich glaube, wir müssen nach Dänemark gucken, um in Partizipationsfragen zu lernen. Frau Tabara, ich nehme das direkt auf, was Frau Degner ganz kurz angerissen hat. Es wurde nämlich in dem Forum ein jährliches Staatssekretärstreffen oder Staatsrätetreffen vorgeschlagen. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Also vorausgeschickt, Partizipation ist natürlich alles. Ne? Grundsatz der UN-BRK, man kann ihn nicht oft genug wiederholen, nichts über uns, ohne uns. Also das ist das, was quasi, wie soll ich das sagen, was der Standard werden muss. Ich bin nicht so sicher, ob man Partizipation, indem man es auf eine noch höhere politische Ebene bringt, tatsächlich in den Köpfen derer, die partizipativ arbeiten sollen, verankern kann. Ich habe ehrlich gesagt, habe ich Zweifel. Wir im BMRS haben mittlerweile sehr viel Erfahrung mit partizipativem Handeln gemacht, sehr gute auch. Also wir machen das nicht so, ich bin jetzt mal ehrlich, wir machen das nicht nur, weil die UN-BRK uns das vorschreibt, Menschen mit Behinderungen einzubeziehen, sondern wir machen das, weil unsere Programme, unsere Maßnahmen, auch unsere Gesetze besser werden, wenn wir nicht über die Menschen schreiben, sondern mit ihnen gestalten. Ist so. Insofern glaube ich, ist das etwas, was tatsächlich noch breiter ankommen muss. Ich habe eher die Befürchtung, wenn man anfängt, ein hochrangiges Staatssekretärsgremium damit zu befassen, Berichte zu schreiben, dass dann diese Berichte geschrieben und abgearbeitet werden und nicht das passiert, was man eigentlich machen muss, nämlich auf der Arbeitsebene in die Partizipation zu kommen. Nach meinem Eindruck hat sich da auch wirklich was verändert in der letzten Zeit, auch ehrlich gesagt schon in dieser Legislaturperiode, dass einfach angekommen ist, dass ich beispielsweise keinen Aktionsplan für ein inklusives Gesundheitswesen mehr schaffen kann, ohne die Menschen mit Behinderungen zu beteiligen. Das ist dann halt sehr umfangreich, was da kommt. Also ich glaube, es sind mittlerweile 3000 Rückmeldungen, die dann ausgewertet werden müssen. Aber so kommen wir, glaube ich, dahin. Frau Bentele, wie kann denn eigentlich Vielfalt in Beteiligungsprozessen sichergestellt werden? Frau Degener hat das auch schon angerissen und auch in dem Forum wurde davon gesprochen, dass eben auch vor allem Kinder und Jugendliche oder auch Menschen mit einer psychischen Erkrankung viel mehr eingebunden werden müssen in diese Beteiligungsprozesse und dass es eben nicht immer die gleichen Leute aus den gleichen Verbänden sein dürfen. Also, ich glaube, wirklich eine der wichtigsten Voraussetzungen sind erstmal Partizipationsstandards über zum Beispiel eine gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesregierung. Das ist wirklich ein zentraler Punkt. Wir sehen eben doch immer noch, dass gerne mal das Thema Umsetzung UN-BRK und auch Beteiligung dem BMAS überlassen wird und andere Ministerien damit zum Beispiel nicht ganz so ernst nehmen, barrierefreie Räume zur Verfügung zu stellen, barrierefreie Dokumente oder eben auch ausreichend Zeit. Und das ist natürlich, wenn es jetzt auch um die immer wieder gleichen Verbände wie meinen eigenen und andere geht, ist trotzdem so, dass wir natürlich auch ein bisschen Zeit brauchen, um unserer Beteiligungsmöglichkeit nachzukommen. Und was sich da wirklich verselbstständigt hat in vielen Themenbereichen, nicht nur im Themenbereich Inklusion und Teilhabe, sind wirklich extremst kurze Fristen.
Während der Corona-Pandemie hat die 23-Stunden-Frist für Gesetzgebungsstellungnahmen irgendwie inflationär zugenommen. Das ist natürlich zum Thema Beteiligung jetzt nicht wahnsinnig glücklich. Und was für uns deswegen wirklich eine ganz zentrale Thematik ist, dass die Partizipationsstandards verbindlich festgelegt werden und dass eben auch Prozesse, die gut gelaufen sind, wie zum Beispiel der letzten Wahlperiode der Betreuungsrechtsprozess vom BMJ, Frau Schröder, den dürften Sie gerne jetzt für die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes kopieren. Da hätten wir überhaupt nichts gegen, weil da tatsächlich die Verbände auch ausreichend Zeit hatten, Möglichkeiten, sich rückzukoppeln, auszutauschen und eben auch wirklich Themen in den Prozess reinverhandeln konnten. Und das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt, auch wenn es um die Beteiligung geht, den Beteiligungsprozess ein Stück weit transparent zu machen und eben auch zu zeigen und zu erklären, vielleicht ein bisschen mehr als es jetzt passiert, wenn es auch ums Thema Vielfalt geht, gerade zum Beispiel auch Kindern und Jugendlichen oder Menschen mit unterschiedlichen Herausforderungen deutlicher zu machen, was und wie auch Berücksichtigung findet und wo eben auch die Probleme sind. Dinge einfach nicht zu berücksichtigen, ist zum Thema Beteiligung eben ein denkbar schlechtes Verfahren. Frau Schröder hat den Daumen gehoben bei Ihrer Aufforderung. Wollen Sie noch was ergänzen, Frau Schröder? Ja, das freut mich natürlich besonders, weil das war für uns auch ein größerer angelegter Prozess und ich glaube, der war für das BMJ auch so erstmalig intensiv aufgesetzt mit einer großen Partizipation. Aber der Partizipationsprozess hat auch über ein Jahr gedauert. Wir haben mehrere Selbstvertreter-Workshops gemacht oder auch einen ganzen Tag mit Selbstvertretern, wo alle zu Wort einfach gekommen sind. Da waren wir in der schönen Landesvertretung Baden-Württemberg, kann ich jetzt Schulz mal gucken. Also insofern, das war eine rundherum positive Erfahrung, auch für uns selber, aber das bedeutet, wie Frau Bentele schon gesagt hat, das braucht Zeit. Ja, ich sag mal Stellungnahmefristen von wenigen Stunden, das trifft nicht nur Sie, sondern das trifft alle Beteiligten in einem Gesetzgebungsverfahren. Da in der Tat, das soll ja auch gar nicht so sein. Also der Grundsatz ist ein ganz anderer. Aber grundsätzlich die Erfahrung mit der Partizipation, das war ein rundum gelungener Prozess und deswegen sind wir auch sehr glücklich mit unserem Betreuungsrecht und mit den Ergebnissen und mit den richtigen Anforderungen. Der Wille des Betroffenen ist maßgeblich, nur da wird nicht nur unterstützt, sondern auch betreut und vertreten, wenn es sein muss oder wenn es dessen Bedarf etc. Also jedenfalls, das kann ich nur als sehr gute Erfahrung mitteilen. Ob es gelingt, dass in jedem Gesetzgebungsverfahren, auch im sozialrechtlichen Bereich oder im arbeitsrechtlichen Bereich, ob das immer dann gelingen wird, das weiß ich nicht. Gesetzgebungsverfahren sind manchmal eben nicht so, dass sie so viel Zeit haben. Wenn wir jetzt schauen, wir haben jetzt noch die 2 Jahre und dann ist schon Schluss. Wenn man jetzt noch was entwickeln will, dann muss das relativ zügig gehen und relativ fast bis zum Sommer am Start sein, sonst wird das nichts mehr. Also insofern immer mit dem Wasser im Rhein, ja, ein bisschen so. Aber das Ziel ist natürlich gut und richtig. Herr Schulze, ich würde abschließend gern mit Ihnen nochmal Partizipation und Gewaltschutz verbinden. Das BMFSFJ koordiniert den Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen mit Vertretungen der Länder und Kommunen. Derzeit wird ein Gewalthilfegesetz zur einheitlichen Finanzierung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen diskutiert. Wie wollen Sie sicherstellen, dass gemäß der Istanbul-Konvention und der UN-BRK künftig auch Frauen und Mädchen mit Behinderung barrierefreien Zugang haben? Hätten Sie mir diese Frage doch im vergangenen Herbst einfach gestellt, dann hätte ich sie ganz einfach beantwortet und hätte gesagt, unser Investitionsprogramm, was wir aufgesetzt haben, ist auf dem Weg, mit dem wir sozusagen Mittel bereitstellen, um Schutzräume barrierefrei umzubauen, zu modernisieren, Zugänge zu ermöglichen, wo sie jetzt noch nicht so möglich sind. Wir halten natürlich an diesem Ziel fest, wissend, dass die Haushaltslage natürlich nicht mehr so ist wie zu dem Zeitpunkt, wo ich mir die Frage gewünscht hätte.
Aber das Ziel bleibt natürlich Schutzräume und da sind ja nicht nur Frauen und Mädchen gemeint, da sind ja auch Kinder, also Jungs sind ja auch gelegentlich angewiesen auf Schutzräume. Die barrierefrei zu umzubauen, dieses Ziel bleibt natürlich. Ich will noch mal kurz auf diesen Punkt der Partizipation kommen, auch wenn Sie mich danach gar nicht gefragt haben. Ich bin jetzt gerade durch den Kopf gegangen. Partizipation ist ja kein Selbstzweck, sondern es muss ja einen Anreiz geben, teilzunehmen an Diskussionsprozessen, einen Anreiz geben, an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Und da fiel mir ein ganz anderes Thema. Ich vertrete das Familienministerium im Stiftungsrat der Kontergan-Stiftung. Und da haben wir eine Konstellation, wo die Betroffenen sozusagen vertreten sind und eben auch die Bundesregierung vertreten ist. Und wir haben sehr oft die Konstellation, dass Betroffene an Grenzen stoßen oder sozusagen sich auch die Frage stellen, wie weit komme ich hier mit meiner Partizipation? Und deswegen ist es jetzt auch ein Ziel bei der Novelle des Kontergan-Stiftungsgesetzes, ist dann diese Beteiligungsmöglichkeit für Betroffene, die ja auch über verschiedene Barrieren müssen, um überhaupt in diesen Stiftungsrat zu kommen, einmal räumlich, aber eben auch sozusagen zeitlich und auch emotional, wie man das verbessern kann. Geleitet von diesem Gedanken, und den will ich hier einfach nochmal platzieren, Partizipation ist kein Selbstzweck, sondern er muss am Ende ja auch ein Motiv haben. Es muss die Möglichkeit geben, mit der Partizipation auch Dinge zu verändern, Dinge zu beeinflussen oder Dinge zu beschleunigen. Das fiel mir bei der Diskussion jetzt gerade um die Partizipation noch ein. Das wollte ich unbedingt nochmal loswerden. Das ist ein sehr schönes Schlusswort für diese Runde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Tabarra, Andreas Schulze, Ruth Schröder, Professorin Theresia Degner und Verena Bentele. Vielen Dank. Jetzt haben wir ganz viel gehört, vor allen Dingen auch in den Foren, aber auch hier bei diesen beiden Abschlussdiskussionen. Herr Dusel, was sind denn Ihre Eindrücke aus der heutigen Konferenz? Ja, ich war natürlich wirklich bei allen Foren dabei. Ich bin sozusagen so immer 15-minütig gesprungen. Und ich muss einfach sagen, dass ich die Diskussion als unglaublich qualitativ, positiv und gut wahrgenommen habe. Die Leute haben tatsächlich mit Engagement und mit Herzblut und mit sehr viel Wissen diskutiert. Und man hat einfach gemerkt, und das habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt, da ist ein Bewusstsein über die drängenden Probleme. Also es ging wirklich darum, Lösungsstrategien zu entwickeln. Also nicht nur Probleme aufzuzeigen, sondern tatsächlich Lösungsstrategien aufzuzeigen. Und das fand ich sehr, sehr positiv. Ich habe mir zwei Sachen ganz besonders angeguckt, wenn ich das sagen darf. Gerne. Und ich kann natürlich jetzt nicht alle Foren sozusagen wiederholen, aber zwei Dinge sind mir besonders wichtig. Ich fange vielleicht mal mit der Partizipation an, weil die ja gerade eben auch diskutiert wurde. Und da gibt es einen Satz von meinem Bremer Kollegen Dr. Arne Frankenstein, den will ich einfach wiederholen, weil er einfach stimmt. Er heißt, Partizipation ist im Grunde die DNA der UN-Behindertenrechtskonvention. Ohne Partizipation geht es nicht im Grunde. Und Partizipation, das ist der Applaus für dich, Arne. Und da ist mir wichtig zu sagen, wenn wir sagen, dass Partizipation kein Selbstzweck ist, das wurde ja gerade eben von dem Kollegen aus dem BMFSF Fürth gesagt. Dann kann es aber auch nicht meiner Meinung nach so sein, dass man Partizipation so lange auf die lange Bank schiebt. Also wir haben es ja gehört, wir müssen jetzt ganz schnell dann die Gesetze machen. Also so lange sozusagen mit den Gesetzen zu warten, um dann zu sagen, jetzt ist es nicht mehr möglich, das geht dann auch nicht aus meiner Sicht. Hinzu kommt, das will ich auch zur Partizipation noch sagen. Partizipation bedeutet, und das war auch in dem Forum ganz wichtig, das hat Ottmar Malz-Paul gesagt, Partizipation heißt eben nicht, man wird eingeladen und kriegt einen Kaffee und einen Keks. Sondern, ja, natürlich. Ich erlebe aber oftmals, dass diese Denke manchmal noch vorhanden ist. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass einem klar wird, Partizipation ist mehr und braucht eben auch Ressourcen. Und die müssen gewährleistet werden, weil die Bundesrepublik Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat. Das war das eine, das ist mir wichtig. Das zweite, Barrierefreiheit. Und da will ich tatsächlich mit dem Positiven anfangen. Das sollte man ja sowieso immer tun. Und ich habe mich wirklich gefreut, in diesem Forum auch vom Vertreter des BMAS zu hören. Und er hat im Grunde das gesagt, was Hubertus Heil auch schon vor 4 Wochen gesagt hat. Aber es ist wichtig, dass man es nochmal gehört hat. Der Referentenentwurf ist eigentlich fertig. In diesem Referentenentwurf steht drin, mehr oder weniger, dass die privaten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit verpflichtet werden sollen.
Zumindest aber zu angemessenen Vorkehrungen. Es steht drin, dass es auch Schadensersatzansprüche geben soll. Und es steht auch drin, dass Menschen sozusagen nicht nur den Anspruch haben, im Bereich dann der Verbandsklage Feststellungsverfahren zu machen, sondern tatsächlich mehr. Steht auch ein bisschen was zum Beauftragten drin, zu dem Amt, was ich auch gut finde, und zur Schlichtungsstelle. Und ich finde, wenn der Referentenentwurf jetzt fertig ist, dann muss er das Licht der Welt erblicken. Und ich bin sehr dafür. Und ich bin sehr dafür, dass man natürlich Dialoge führt. Ich bin sehr dafür, dass man auch dafür wirbt. Ich bin auch sehr dafür, dass man sozusagen möglichst alle mitnimmt. Aber meine Damen und Herren, you can't please all the people all the time. Deswegen ist es mir wichtig, das war jetzt schwere Sprache, also man kann sozusagen manche Leute immer sozusagen glücklich machen, man kann aber auch alle Leute manchmal glücklich machen, aber alle Leute immer glücklich zu machen, geht's nicht. Und vor diesem Hintergrund, auch vor dem Hintergrund, was die Kollegin von der BEDA gesagt hat, die ja sagt, ja, wir sehen ja auch die Notwendigkeit. Hey Leute, lasst es uns machen. Lasst den Referentenentwurf jetzt tatsächlich das Licht der Welt erblicken. Und ich will noch dazu sagen, bitte, wir werden international immer wieder mit dem schönen Wort der German Angst verbunden. Wir haben offensichtlich eine unauslöschliche Angst, dass irgendwie wir es nicht hinkriegen. Und mein Tipp ist, sich mal locker zu machen. Mein Tipp ist, sich andere Länder anzuschauen. Mein Tipp ist, in das wunderschöne Alpenland Österreich zu schauen, wo die Österreicher vor Jahren tatsächlich die privaten Anbieter zur Barrierefreiheit verpflichtet haben, Schadensersatzansprüche und Beseitigungsansprüche normiert haben. Meine Damen und Herren, sind wir uns einig, Österreich ist nicht untergegangen. Also vor diesem Hintergrund glaube ich, man sollte das wirklich sehen, man sollte sich in die USA anschauen, was es da an Möglichkeiten gibt. Man sollte sich Kanada anschauen. Meine Kollegin Annette Barra war in Kanada und deswegen bin ich der Meinung, jetzt losmachen, starten, weil es ist hohe Zeit und ich glaube, die Bundesregierung muss sich letztlich an den Dingen messen lassen, die sie selbst sich ins Koalitionsbuch geschrieben haben. Wir können im Grunde niemanden erklären, warum wir jetzt vielleicht nochmal 3 Jahre oder 3 Monate warten müssen, bevor es dann losgeht. Es muss jetzt passieren. Auch nach Dänemark blicken haben wir ja gerade eben noch in der letzten Runde gelernt. Herr Palleit, was nehmen Sie aus der heutigen Veranstaltung mit, beziehungsweise was möchten Sie, was auch die Teilnehmenden mitnehmen? Na, auf jeden Fall, dass Sie Jürgen Dusel gerade sehr gut zugehört haben. Im Grunde genommen kann ich da gar nicht viel ergänzen, Jürgen, das ist jetzt ein bisschen misslich, aber sorry. Eine Sache, die sich für mich den ganzen Tag durchgezogen hat, ist, dass wir jetzt endlich die dicken Bretter bohren müssen. Wir müssen da ran. Und das heißt, wir müssen an die Strukturen ran. Und zwar an die Regelstrukturen. Ja, wo wir in Deutschland extrem gut drin sind, ist, dass wir an unseren besonderen Strukturen rumbasteln. Ja? Dass wir die irgendwie offener machen oder versuchen, die inklusiver zu machen. Wir müssen aber an die Regelschulen ran, oder Regelstrukturen, auch die Schulen. Ja? Solange wir das nicht machen, wird nicht wirklich was passieren. Das ist das eine, was ich mitnehme, und das andere, ich würde gerne noch ein bisschen was ergänzen, Jürgen, zu den Sachen, die du gerade zum Thema Barrierefreiheit gesagt hast, weil das liegt mir auch am Herzen, das Thema Übergangsfristen. Ja? Herr Schmachtenberg hat es ja vorhin gesagt, wir müssen mit den Privaten und nicht gegen die Privaten agieren, um wirklich vorankommen zu können, das ist das Stichwort, kommt da gerade rein. Und dazu wird es natürlich Übergangsfristen brauchen. Ja? Wenn wir sagen, und das ist heute deutlich geworden, wir brauchen endlich verpflichtende Regelungen, um zu Barrierefreiheit von Anfang an zu kommen, sei es im Neubau oder bei Produkten, egal ob die von öffentlicher Hand oder von privaten angeboten werden. Da braucht es natürlich Vorlauf. Ja? Sonst kommen wir von einem Anteil, wie haben wir, 2% barrierefreie Wohnungen, ja? Da kommen wir da nicht weg von. Da werden auch die F&E-Abteilungen, also Forschung und Entwicklungsabteilungen in den Unternehmen, ja? Auch nicht dahin kommen, neue Produkte zu entwickeln, ohne Vorlaufzeiten, nur. Wir haben ja schon 15 Jahre Übergangsfristen verschenkt. Ja. Und Frau Bentele hat es vorhin auch schon gesagt.
wir haben schon so und so viele Jahre Bewusstseinsbildung hinter uns. Ja? Das ist im Grunde genommen im Nachhinein auch verschenkte Zeit. Ja? So, und wenn wir jetzt Übergangsfristen in Gang setzen, dann bitte sofort, da stimme ich dir vollkommen zu, Jürgen, und jede Zeit, die wir da verschränken, müsste zur Folge haben, dass die Übergangsfristen kürzer werden. Und das will dann auch keiner. Herr Duse, Sie wollten noch ergänzen. Ja, ich wollte sagen, dass natürlich die Barrierefreiheit, deswegen bin ich da so leidenschaftlich dabei, die Grundvoraussetzung für Begegnungen ist. Und ich glaube, wir brauchen in Deutschland wirklich eine Änderung. Jetzt kommt wieder das schwere Wort des Mindsets. Es scheint offensichtlich in der Gesellschaft immer noch akzeptiert zu sein, dass Menschen strukturell benachteiligt werden, Menschen mit Behinderungen. Und das hat auch damit zu tun, dass wenig Begegnungen stattfinden. Und dass manche Leute im Grunde, wenn sie über Menschen mit Behinderungen reden, offensichtlich immer noch defizitäre Bilder in den Augen, in den Köpfen haben. Deswegen ist diese Barrierefreiheit viel, viel mehr. Viel, viel mehr als nur dieser soziale Impact, sondern ich sage es ja immer, Barrierefreiheit ist ein Qualitätsmerkmal für ein modernes Land. Und ich will noch was sagen, auch zu Annette Tabara, weil ich das gut finde, Annette. Wir sind ja per Du, das mache ich jetzt hier auf der Bühne. Das ist eben tatsächlich das, was auch Hubertus Heil bei der Teilhabeempfehlung gesagt hat. Wir müssen den Paragraphen 37a SGB 9, also die Frage des Gewaltschutzes und der Gewaltschutzkonzepte, nochmal anpacken und überarbeiten. Und auch da würde ich sagen, nicht mit der Schere im Kopf antizipieren und sich vorstellen, welche Länder jetzt dagegen sind, sondern tatsächlich einen Vorschlag machen, mutig vorangehen, weil im Grunde kann doch kein Bundesland dagegen sein, ohne in irgendeiner Weise ein Erklärungsproblem zu haben. Wir haben tatsächlich in Deutschland die Situation, und der Fachausschuss hat es uns nochmal attestiert, zum zweiten Mal. Ich war 2015 auch schon dabei. Dass wir ein Gewaltproblem haben, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht. Und Frauen mit Behinderungen haben ein dreifach höheres Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, als Frauen ohne Behinderung. Und es ist, Gewalt zu erleben, ist eine schreckliche Erfahrung, die das ganze Leben determinieren kann, Schatten über das ganze Leben werfen kann. Und es ist zentrale Aufgabe des Staates, seine Bürger, vor allem seine Bürgerinnen vor Gewalt zu schützen. Also 37a auch anpacken und mit den Ländern diskutieren. Ich glaube, wir haben da wirklich die Möglichkeit, auch nochmal, was die Sanktionsmöglichkeiten betrifft, einfach nachzuschärfen. Ich danke da wirklich Hubertus Heil, dass er das aufgenommen hat. Herr Palleit, angesichts des Titels heute, neuer Schwung für die UN-BRK in Deutschland, jetzt haben Sie gerade gesagt, wir haben eigentlich 15 Jahre verschenkt, wie bekommen wir denn jetzt neuen Schwung? Ja, auch wieder anschließend an Jürgen Dusel, mit dem Mindset ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, wir müssen endlich anpacken, in die Hände spucken, ja, und das Versäumte angehen. Ja. Wir sehen das ja auch, was weiß ich, beim BTHG-Prozess, um nur ein Beispiel zu nennen, ja. Wie wichtig das ist, dass man also auf dem vielbeschworenen Weg nach Rom auch die Mühen der Ebenen erträgt und trotzdem weitermacht und nicht sozusagen den Schwungraum rausnimmt. Das darf man sich nicht von abschrecken lassen. Und auf der anderen Seite, es kann ja auch, Stichwort Mindset, auch was durchaus Beflügelndes haben, wenn man es schafft, etwas lang Aufgeschobenes endlich mal anzugehen und dann gemeinsam wirklich mal was zu bewirken. Ja? Und die Betreuungsrechtsreform ist auch ein Beispiel. Das hat sich auch lange aufgeschoben und dann hat man mal einen vernünftigen Prozess gemacht. Jetzt kann man wirklich mit Fug und Recht stolz drauf sein und wird vom Ausschuss auch dafür gelobt. Ja? Es kann durchaus gehen. Und wir sehen sehr oft, dass Geld auch einfach nur an der falschen Stelle investiert wird. Mhm. Ja? Und es gibt, das zeigen ja auch die ganzen Modellprojekte und so. Da passiert ja sozusagen auf Projektebene wahnsinnig viel Kreatives, wo man sieht, dass Inklusion tatsächlich gehen könnte. Und deswegen ist auch umso wichtiger, dass wir den Schwung mitnehmen jetzt aus Genf. Ja, Theresa Degner hat es heute Vormittag gesagt. Diese abschließende Bemerkung sind Handlungsleitend für die nächsten 10 Jahre. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die in die Breite tragen, immer wieder darauf verweisen, gucken, was kann man da auch an Informationen für uns ziehen, an Hilfestellung. Da steckt ja nicht nur Kritik drin, sondern eben auch Empfehlungen im positivsten Sinn des Wortes. Deswegen wird es auch mehrere Veranstaltungen dieses Jahr geben. In Kassel werden die drei deutschsprachigen Länder zusammenkommen zu einer Fachberatung oder Experten aus den drei Ländern. Der Behindertenbeauftragte, die Landesbehindertenbeauftragten, wir werden auch auf verschiedenen Veranstaltungen damit durch die Lande ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber vielleicht noch ein Wort zum Bund, wenn es darum geht, wie kriegen wir neuen Schwung rein.
Das ist mir wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass auch in den Bereichen, die in Deutschland in Länderzuständigkeit sind, der Bund tatsächlich mehr Energie darauf verwenden sollte, da unterstützend tätig zu werden. Ja, natürlich kann man die Kompetenzaufteilung des Bundes, des Grundgesetzes nicht aufheben, ja. Aber es geht in manchen Bereichen, ich denke da zum Beispiel an die Wohnungsbauförderung, ja, oder auch im Bildungsbereich. Ja, wir hatten ja gerade... Da ist es zu einfach zu sagen, das ist Länderzuständigkeit, Punkt. Ja, ich will mal darauf verweisen, erst letzte Woche hat die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger mehr Mitspracherecht des Bundes gefordert. Jetzt muss ich das ablesen, weil ich gleich mal was zitieren will. Und die hat nämlich gesagt, Zitat, sie halte eine klare Aufgabenteilung für sinnvoll, bei der der Bund für übergreifende Themen wie die Digitalisierung zuständig sein könnte. Ist jetzt zitiert aus einem Zeitungsinterview, das sie gegeben hat. Nun, wenn man mich fragt, ich halte Barrierefreiheit auch für ein übergreifendes Thema. Oder auch personenbezogene Unterstützungsleistung. Also auch da braucht man Infrastrukturunterstützung und die kann der Bund sehr wohl geben. Und da, wo das vielleicht jetzt nach dem Grundgesetz noch nicht möglich sein sollte, empfehle ich mal einen Blick in den Menschenrechtsbericht unseres Instituts an den Deutschen Bundestag von 2022. Da haben wir konkrete Möglichkeiten aufgezeigt, wie das gehen könnte. Und es wäre gut, wenn der Bund den Schwung aus solchen durchaus auch mal konstruktiven Vorschlägen ein bisschen energetischer aufnehmen würde, als er das manchmal tut. Herr Dusel, allerletzte Frage für heute, oder zwei Fragen. Welches Thema ist aus Ihrer Sicht die drängendste Baustelle, die jetzt angegangen werden muss? Und wie sehen Sie Ihre Rolle als Beauftragter der Bundesregierung, um die Entscheidungsträger ins Handeln zu bringen? Das ist natürlich jetzt wirklich schwer, weil ich niemandem zu nahe treten will, weil alle Themen, die in den 8 Foren besprochen wurden, wirklich wichtig waren. Für mich besonders wichtig, und da bleibe ich dabei, ist tatsächlich die Verpflichtung privater Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit. Wir müssen jetzt die Barrierefreiheit im privaten Sektor voranbringen, weil das macht unser Land besser, das macht unser Land moderner und das ist letztlich auch eine Möglichkeit, diese strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen abzufedern. Das wird dazu führen, dass Menschen mit Behinderungen besseren Zugang zum Gesundheitssystem bekommen, Stichwort Arztpraxen. Das kann dazu führen, dass sie besseren Zugang zur Arbeit haben, Stichwort Betriebsstättenverordnung. Das kann dazu führen, dass eben Menschen mit Behinderung auch die Möglichkeit haben, meine Damen und Herren, bald ist die Europameisterschaft im Fußball. Wir haben viel zu wenig Rollstuhlplätze in Stadien, nicht nur beim BVB, sondern auch woanders. Also das muss aus meiner Sicht wirklich passieren. Und eine Sache ist mir da ganz besonders wichtig. Das hat was mit Priorität zu tun und mit Priorisierung zu tun. Es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung und die Ampelkoalition keine Gesetze auf die Kette kriegt, sondern es ist eine Frage der Priorität. Wir machen eine Menge Gesetze innerhalb der Ampel. Und ich glaube, diese Veranstaltung hat nochmal gezeigt, es gibt eine hohe Erwartung der Zivilgesellschaft, dass dieses Thema Teilhabe von Menschen mit Behinderung eine höhere Priorität bekommt. Und wir sehen, dass wir von der Zivilgesellschaft eine Menge Leute haben, die sich einbringen. Ich bin auch allen Kolleginnen aus den Ressorts, BMAS, BMJ, BMFSFJ und so weiter, der KMK dankbar, dass sie sozusagen von der Administration, also von den Ressorts hier waren. Was mir fehlt, und das will ich einfach sagen, ist, dass ich niemanden aus dem Deutschen Bundestag hier gesehen habe, nicht mal die behindertenpolitischen Sprecher aus dem Deutschen Bundestag. Das muss sich ändern. Das sage ich ganz offen, das muss sich meiner Meinung nach ändern. Was werden wir tun? Das habe ich, glaube ich, ganz am Anfang gesagt. Wir werden jetzt die Diskussionsergebnisse zusammen im Deutschen Institut für Menschenrechte zusammenfassen. Wir werden es in konkrete politische Forderungen gießen. Und mein Job ist es ja, so steht es im Gesetz, darauf hinzuwirken, dass der Bund seine Verpflichtungen für gleichwertige Lebensverhältnisse dieser Verantwortung nachkommt. Und das werden wir eben tun, indem wir das in die politische Diskussion
also auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, aber auch mit der Administration vorantreiben. Das ist die Aufgabe, die jetzt ansteht, und dafür hat diese Fachtagung eine wunderbare Grundlage gegeben. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass die Studie, die wir heute Morgen gehört haben von Dr. Fiona McDonald, die ist heute erschienen, die ist barrierefrei erreichbar unter dem Link, der hier gerade eingeblendet wird, www.aktion-mensch.de/unbrk-staatenvergleich. Also für wen das heute zu schnell ging heute Morgen oder wer da noch einmal ein bisschen intensiver reingucken möchte, das kann man jetzt unter diesem Link abrufen. Ich möchte alle bitten, die sich Geräte geliehen haben, die abzugeben, wenn Sie hier diesen Saal verlassen. Dafür bedanke ich mich. Und ich bedanke mich bei allen, die heute Gäste auf der Bühne waren, bei Ihnen, die sich so beteiligt haben in den Foren und hier oben im Saal, bei der Technik und bei der Organisation und selbstverständlich bei Herrn Dusel und Herrn Palleit, dass Sie hier eben doch mal bei mir waren. Ich sage es nochmal, es gilt da der Satz von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also wir brauchen jetzt diesen Referentenentwurf und es muss wirklich vorangehen. Ja, das war's. Vielen Dank. Super, danke. Dankeschön.